Leute, hier ist wieder das Homeoffice. Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe und ich sage nur eins, Stichwort Stichpunktmagazin. Wir haben einen tollen Gast am Start. Wer das ist, erfahrt ihr gleich und ich wünsche euch viel Spaß bei der heutigen Sendung. Servus zusammen, Gruß nach Thailand, Gruß nach Leipzig und hallo Thomas, Gruß nach Stoiber City, habe ich das richtig verstanden, oder? Nicht mehr, jetzt in Richtung Salzburg. Ah, okay, aber du, Österreich. Stoiber City müssen wir natürlich übersetzen, Wolfratshausen, wo Stoiber genau wohnt, ja. Ist er da immer noch? Wahrscheinlich. Soweit ich weiß, ja. Ja, okay, also Thomas, herzlich willkommen und schön, dass du mit in der Runde bist hier heute. Ja, danke, dass ich da sein darf. Freut mich sehr. Ja, von mir auch erstmal. Ja, ich. Hallo. Ja, genau. Ich wollte auch einmal Hallo in die Runde sagen und auch darauf hinweisen, wie es heute zum heutigen Gast kam. Ich habe den Namen Stichpunktmagazin ein paar Mal aufgeschnappt, habe es immer mal wieder gesehen auf Social Media, habe andere Persönlichkeiten, denen ich auch folge, gesehen, wie sie Artikel von euch teilen oder auch einen Podcast. Und dann habe ich natürlich irgendwann mal gedacht, okay, Stichpunktmagazin, alles, was irgendwie neu ist und gerade so entsteht und hochkommt, ist ja vielleicht mal eine Betrachtung wert und habe mich bei euch ein bisschen reingefuchst. Und dann eben auch gesehen, dass ihr eine sehr anschauliche Webseite habt. Ihr bringt ein Printmagazin raus, dazu wirst du bestimmt gleich ein bisschen was erzählen. Und vor allem habt ihr auch schon namhafte Gastautoren gewonnen und habt einen Beirat, in dem unter anderem Ulrike Gero sitzt. Ich glaube, Hauke Ritz hat schon für euch geschrieben, Tom Wellbrock, Markus Klöckner, also alles Gäste, die zum Teil hier entweder bekannt sind oder auch schon zu Gast waren oder mit denen wir Buchbesprechungen hatten. Und wir bringen ja selbst auch einen Comic raus, das Nuoviso-Comic, und sind da auch haben da eine große Liebe auch für das haptische in die Hand nehmen eines Magazins. Und ich denke, davon gibt es immer noch zu wenige am Kiosk. Und umso schöner, dich heute mal hier zu Gast zu haben, Thomas Stimme vom Stichpunktmagazin. Schieß los, wer bist du, was treibt ihr mit eurem Magazin? Ja, also dieses Magazin ist tatsächlich eine kleine Herzensangelegenheit geworden. Hat folgende Vorgeschichte. Ich komme eigentlich aus der Kunst, habe klassischen Gesang studiert und Fotografie und schon 2017 ein kleines Label gegründet und dem dann einen kleinen Verlag angeschlossen. Dann haben wir losgelegt mit Büchern, mit einem Online-Portal während Corona, die frische Sicht. Die ist auch mal so eine Zeit lang kursiert und irgendwann sind wir an den Punkt gekommen in der Redaktion, dass wir gesagt haben, wir müssen ein Medienangebot schaffen. Oder es ist Zeit, jetzt sozusagen neue Wege zu gehen, auch in den neuen Medien und versuchen sozusagen auch aus dem digitalen Raum in den analogen Raum zu kommen. Und da ist natürlich dann das Thema Magazin, Printprodukt, klarer Gedanke gewesen bei uns. Und das haben wir dann eben letztes Jahr begonnen, das Projekt, eben mit Print und parallel natürlich online dann die Inhalte auch zu distribuieren. Und ich denke, es ist in dieser Zeit, in dieser Überdigitalisierung, die wir jetzt erleben, wahnsinnig wichtig, Informationen eben wirklich haptisch in der Hand haben zu können oder auch, ganz profan gesagt, auch mal auf den Drucker legen zu können und anderen Leuten weitergeben zu können. Und ich glaube auch, dass da wirklich ein großer Bedarf ist und gerade in den aktuellen Entwicklungen ist es gut, wenn wir wirklich eine Vielfalt haben und vielleicht auch inhaltlich oder zumindest versuchen wir das in unserem Medium nicht nur das Problematisieren in den Vordergrund zu stellen, sondern auch andere Lebensmodelle, Kunst und Kultur einfach mit hineinzunehmen, um einfach auch wieder vielleicht Impulse zu geben, die Welt auch noch aus anderen Perspektiven wahrzunehmen. Ich sehe dich gerade sehr gut lächeln, du scheinst ein froher Mensch zu sein. Also hast du Hoffnung, wenn ich dich so anschaue? Du bist ja irgendwie von deiner ersten Erscheinung her, wir kennen uns jetzt seit 5 Minuten, ja. Bist du ein positiver Mensch, trotz allem, was hier gerade passiert? Ja, das bin ich schon, weil ich ist vielleicht auch Zweckoptimismus.
Ganz viel, aber nee, natürlich, weil es gibt ja noch wahnsinnig viel Positives um uns herum. Sei es nur, dass wir uns jetzt sehen, dass wir uns immer mehr vernetzen auch und es einfach wahnsinnig viele Menschen gibt, die doch weiterdenken und über den Tellerrand hinaus. Und ich glaube, ja, es ist wichtig, da auch sozusagen, gerade in diesem ganzen Irrsinn, der uns umgibt, doch immer zu gucken, wie kann es in eine positive oder halbwegs gute Richtung weitergehen. Ja. Man kann es auch Galgenhumor nennen, oder? Gibt auch. Ja. Ja, die Hoffnung stirbt als letztes. Ja, so, was eure Ausrichtung angeht, da fällt mir auf, man merkt ja schon wirklich, wenn man eine Seite nur oberflächlich checkt, auch so ein bisschen so, man sagt ja so Look and Feel heutzutage oder auch welcher Vibe, mit welcher Sprache sprecht ihr irgendwie, was kommt darüber? Und ich nehme da vor allem wahr, dass das jetzt nicht irgendwie das radikale Anti-Magazin ist, irgendwie zum Mainstream oder so, sondern es ist irgendwie, es wirkt sehr differenziert. Du hast auch angesprochen, Kunst und Kultur spielt bei euch eine Rolle. Also nicht irgendwie auch nur diese verkopften, überpolitisierten Themen, so nehme ich das wahr. Also der Eindruck täuscht nicht, oder da eben auch so vielleicht ein bisschen die Graustufen zu sehen im Schwarz und Weiß. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Anliegen bei uns, dass wir versuchen, natürlich die kritischen Themen aufzugreifen, aber in einer Art und Weise, die vielleicht auch über die eigene Blase hinaus funktioniert. Und das ist schon eine Erkenntnis auch des letzten Jahres. Wir waren tatsächlich zuerst relativ schwerpunktmäßig mit dem Printmagazin unterwegs und haben gemerkt, okay, die Leute oder wir kriegen auch Leute sozusagen interessiert, gerade auch durch die Aufmachung des Magazins, also des Printprodukts, die halt sehr ästhetisch ist, in Anführungszeichen, dass man einfach auch Leute, die sich bisher mit den Themen nicht so befasst haben, irgendwie interessieren kann. Andererseits muss man auch sagen, in der kritischen Blase ist es dann oftmals so, dass wir ein Feedback bekommen haben, ah, ihr seid ja zu schwer, zu brav quasi, zu schwer zu greifen in der Kritik. Sehe ich jetzt persönlich nicht so. Und ich glaube vor allem, dass wir wirklich aus diesem, ich glaube, du hast mal diesen Begriff, diesen Circle Jerk, den hast du doch geprägt, Aaron, nicht? Dass wir da mal rausgehen und wirklich sagen, okay, wir müssen klar sein, kritisch sein, aber trotzdem versuchen, auch konstruktiv zu sein, um eben auch nochmal andere Leute zu erreichen mit den Inhalten, die durchaus kritisch sind. Ich weiß nicht, wie ihr das erlebt bei eurem Medienprojekt. Es ist wirklich schwierig, sozusagen aus der eigenen Blase rauszustochern, oder? Ja, zumindest online ist das insofern ja auch gewollt. Die Algorithmen, wo das früher anders war, wo man immer gesagt hat, mit 3 Klicks in die rechte Bubble rein, ist es heute ja im Prinzip genau andersrum. Da kommt gar keiner mehr rein. Die Algorithmen sind jetzt mittlerweile eben so, dass die Zielgruppe, die du dir vielleicht schon aufgebaut hast, die kannst du nach wie vor erreichen. Die sinkt natürlich normal. Ja, es sterben immer Menschen, manche interessieren sich nicht mehr und deabonnieren, weil mal irgendjemand was Falsches gesagt hat. Aber es kommen kaum noch neue dazu. Bei Print kann ich das überhaupt nicht beurteilen, weil wir auch unser eigenes Printprodukt nicht am Kiosk haben, sondern ausschließlich über unseren Online-Shop vertreiben. Und da ist ja dasselbe Problem. Das musst du selber bewerben. Das läuft ja nicht von alleine, nur weil du es anbietest. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Seid ihr am Kiosk mit eurem Print? Also tatsächlich waren wir oder sind wir eigentlich noch im Nationalvertrieb, also auch am Kiosk zu finden, beziehungsweise es war jetzt der Fokus auf Bahnhofsbuchhandlungen und eben Trafikenkioske. Es ist aber so, dass man da eine extrem hohe Streuungsunschärfe hat. Also das heißt, also wir haben es teilweise erlebt, wir hatten jetzt auch noch nicht die super Riesenauflagen, weil das alles erstmal selbst finanziert ist oder war Kioskgeschäft von lohnt sich ja uns. auch überhaupt nicht, ne? Da kommt ja fast nichts bei rum. Es Nee, frisst sich genau. selber Also auf. die Handelsmargen und so weiter, es ist ziemlich gruselig eigentlich. Also die Großen, die kriegen es halt hin durch ihre Förderungen, ne? Also die Erfahrung ist, dass wenn es gekauft wird, es sehr positiv wahrgenommen wurde, aber du hast immer die Thematik auch mit Händlern, wenn die ein Magazin in die Hand kriegen, dass sie auch mal sagen können, ach nee, das legen wir jetzt nicht aus oder wir positionieren es so im Blätterwald, dass es jetzt nicht unbedingt so auffällt. Und was wir jetzt aber vor kurzem erlebt haben, das war nach der Ausgabe 7. Dort hatten wir einen Sonderteil, einen 12-seitigen Einleger im Heft zum Thema WHO-Pandemievertrag und International Health Rules von der Dr. Beate Pfeil, die ja wirklich eine wahnsinnig gute Juristin ist und das mal auf 12 Seiten aufgedröselt hat.
Und nachdem das Heft draußen war, haben wir es an sämtliche österreichischen National- und Bundesratsabgeordneten geschickt. Wir haben einfach gehofft, dann Feedback zu kriegen, weil das einfach sehr sachlich fundiert war, mit Quellenangaben. Also sprich, die Leute hätten dann wirklich in den Vertragspapieren mal gucken können. Ende vom Lied war, dass wir eine Woche später bei MyKiosk, das ist so die Seite, wo man sozusagen die Hefte im Handel finden kann, verschwunden sind. Und wir daraufhin entschieden haben, also das Printprodukt ist uns sehr, sehr wichtig, aber wir wollen da neue Vertriebswege gehen zum Beispiel. Also wir haben jetzt da so eine Art Botschafterprogramm entwickelt, dass wir gesagt haben, Leute können das Heft sozusagen zu den Konditionen des normalen Großhandels beziehen, selber verkaufen. Und wir listen dann diese Leute eben auf einer eigenen Karte, weil es tatsächlich dann dazu kam, dass die Leute nicht mehr gewusst haben, wo finden sie denn das Heft im Handel. Also es ist sehr, sehr spannend und da gibt es, sagen wir mal, auch noch viel zu tun. Ich grinse trotzdem weiter, aber es ist interessant. Du, nochmal eine Frage, weil du gesagt hast, du hast es an alle Abgeordneten geschickt oder wie heißen die in Österreich? National- und Bundesratsabgeordneten. Ah, okay. Hat keine Reaktion, nichts, kein Rückschreiben, so danke für die Infos, denk mal drüber nach oder irgendein Feedback? Tatsächlich nicht. Ja, das wundert mich. Also abgesehen davon, dass wir halt dann auf der MyKiosk-Seite dann verschwunden sind. Aha. Das war das Feedback, ja, genau. Das kennt man ja irgendwie schon. Wie war das, wenn man den Sumpf austrocknen will, darf man nicht die Frösche fragen, ja? Ah, das ist immer das Gleiche. Ihr habt auf eurer Seite auch eine Videosektion. Da ist auch eins der aktuellsten Videos. Da geht es auch direkt um die Reformpläne der WHO. Sei an der Stelle mal empfohlen. Spannender Ansatz auch, dass ihr den Weg sozusagen versucht, über Print zu gehen. Wie ist denn die Tendenz bei euch? Habt ihr trotzdem einen Abo-Zuwachs? Weil allgemein ist ja bei Printprodukten eher ein starker Rückgang zu verzeichnen. Generell nicht nur wegen den politischen Inhalten, weil das wird ja dann oft gesagt, ja, bei dem Schund, den will halt niemand mehr lesen, also kündigen die ihr Abo. Es ist nur tatsächlich so, dass bei Spiegel, Focus und Co. halt dann eben viele in diesen Online-Abo-Bereich einfach wechseln. Also die sind nicht als Leser weg. Aber dieser Kiosk-Zeitungs-Abo-Schwund, den die Massenmedien, die Leitmedien sozusagen erfahren, kann es ja bei euch in der Form gar nicht geben, weil ihr ja erst neu seid, relativ. Mhm. Aber gibt es da Zuwachs? Also seid ihr da optimistisch, dass ihr sagt, hey, das läuft, da ist immer mehr Interesse da oder stagniert das eher in so einem Grundrauschen, wovon man eigentlich kaum leben kann? Ne? Also auf welcher Basis seid ihr da? Also wir sind tatsächlich noch komplett im Aufbau. Also sprich, es ist viel Arbeit. Und was wir halt auch gelernt haben, war, das erste Dreivierteljahr haben wir eigentlich uns sehr auf Print fokussiert. Und das ist natürlich die Thematik, wenn du wahnsinnig gute Inhalte hast, die aber sozusagen nicht breit gestreut werden, sozusagen in der Blase, also digital, hast du keine Chance. Und wir haben jetzt sozusagen Modelle, dass wir sagen, wir bieten jetzt eben die Kombi an aus Print und digital, beziehungsweise die Leute, die das Heft haben wollen, die können das beziehen über das Abo, haben aber zusätzlich eben Zugang zu sämtlichen digitalen Inhalten, beziehungsweise gibt es auch die Möglichkeit, nur sozusagen die digitalen Inhalte, auch die kostenpflichtigen aufzurufen. Wir haben auch eine eigene App. Also da haben wir jetzt relativ viel angeschoben, weil wir einfach sehen, nur jetzt sozusagen im analogen Raum zu agieren, funktioniert nicht so gut. Ja, aber wir haben schon jetzt peu à peu immer mehr Leute, die eben das Printheft auch bestellen. Man kann auch die Einzelausgaben in unserem Shop so beziehen. Und ich glaube, es ist einfach die Mischung, die es ausmacht. Und was aber das Feedback ist von ganz vielen Leuten, die jetzt das Printheft haben, erstens finden sie es schön und zweitens ist unser Gedanke von dem Heft, dass wir versuchen, eine Art Chronik zu erstellen, also ein Zeitdokument. Die Hefte sind sehr, sehr schön, man kann die sich ins Regal stellen, man kann auch immer wieder reingreifen, sich ein Heft suchen zu einer Thematik und einfach nachlesen. Und das ist eben ganz wichtig, weil ich glaube, für uns in dem, was wir da tun, ich bin ehrlich gesagt nicht so ganz sicher, ob wir viel, viel bewegen können. Wir können Informationen bereitstellen, müssen aber auch anerkennen,
dass wir vielleicht auch nur wirklich in der Funktion der Chronisten tätig sind. Also dass wir sagen, wir dokumentieren diesen ganzen Wahnsinn, der uns umgibt, und bieten dadurch die Möglichkeit, im Nachhinein das Ganze aufzuarbeiten. Und so ist auch ein bisschen der Gedanke von den Heften, dass wir sagen, okay, wir haben da wirklich dann unsere Enzyklopädie der Jahre, und die Leute können auch im Nachhinein dann reingucken und sagen, okay, da gab es ja Leute, die haben gewisse Sachverhalte ganz anders gesehen. Ja, und das ist ein bisschen der Gedanke, also auch der Nachhaltigkeit, dass man jetzt nicht irgendwie irgendwas raushaut und rausklatscht, was dann einfach gleich wieder in der Mülltonne landet, sondern dass es wirklich Bestand hat bei den Leuten. Ich hab wirklich direkt dazu, ich weiß nicht, irgendein bekannter Twitterer hat das als Biography, als Kurzzitat, und es geht: Das Einzige, was man mit dem aktuellen Zeitgeist machen kann, ist dokumentieren, dass man nicht dazugehört hat. Okay. Das ist so ein bisschen vielleicht in a nutshell. Wenn du sagst, Chronisten zeichnen ja möglichst neutral und wertfrei einfach auf, was war. Geht denn das überhaupt noch heutzutage? Das wäre die erste Frage, beziehungsweise zweite Frage, die sich daran anschließt. Wie ist denn eure Ausrichtung? Also versucht ihr tatsächlich, wie Chronisten das tun, neutral zu dokumentieren, was ich, wie gesagt, für kaum möglich halte. Das ist einfach viel zu komplex, um das tatsächlich wertfrei zu tun. Oder habt ihr schon eine Ausrichtung, dass ihr sagt, nee, wir dokumentieren nicht nur, sondern wir betrachten das auch kritisch, ja? Was ihr ja tut. Tun wir, ja. Aber eben, wir versuchen tatsächlich, und das war von Anfang an eben der Wunsch mit der Gründung dieses Magazins, dass wir versuchen, in der Mitte zu bleiben und keine Seite sozusagen zu diffamieren, wie es eben von der anderen Seite passiert. Und natürlich, ich finde es eben auch wohlfeil zu behaupten, im Journalismus, man sei neutral oder könnte neutral berichten. Das stimmt nicht, aber man kann auch durchaus selbstkritisch unterwegs sein. Und ich glaube, wenn man auch diese Tatsache schon mal anerkennt, dass man eben nicht ganz neutral sein kann, und das aber auch kommuniziert, ist schon sehr, sehr viel in unserer Zeit und in der Medienlandschaft. Und wie gesagt, wir versuchen nach wie vor wirklich konstruktiv kritisch zu sein, machtkritisch, und wir verstehen uns als Publikation der Mitte, also nicht links, nicht rechts, sondern einfach das, was wir da tun, irgendwie mit halbwegs Qualität irgendwie nach draußen zu bringen. Ja, das entscheidet ja Mitteln. Genau, letztlich der Leser oder der Zuschauer darüber, aus, je nachdem aus welchem Standpunkt er euch betrachtet. Ja, aber dieses Versuchen, neutral zu sein, also das ist ein super Ansatz, aber grundsätzlich stimmt ihr vollkommen zu, sage ich ja auch, es gibt keinen objektiven Journalismus, den kann es gar nicht geben, aus vielen logischen Gründen. Und das trifft natürlich auch auf die Massenmedien zu. Die stellen sich aber hin und behaupten, das wäre objektiver Journalismus, was sie machen, und entweder merken selber nicht oder wissen ganz genau, aber das ist dann eben Absicht, dass es eben extrem subjektiv, parteiisch und alles andere als neutral und wertfrei ist. Mhm. Und da ist ja die große Frage, kann man dem überhaupt was entgegensetzen, indem man versucht, es besser zu machen, weil ja eben der Leser gar nicht sofort erkennt, dass das jetzt meinetwegen euer Stichpunktmagazin oder auch andere Produkte, die diesen Ansatz haben, die dieses Selbstbild von sich haben, dass sie in der Mitte stehen und so weiter und so fort. Kann man das überhaupt auf den Leser oder Betrachter 1:1 transportieren, dass der das auf den ersten Blick erkennt, oh, endlich mal jemand, der mich jetzt hier authentisch und wahrhaftig nach bestem Wissen und Gewissen irgendwie bedient und nicht nach Lobbyabhängigkeit oder nach Geldgeber oder so. Da sehe ich zunehmend ein Problem drin, weil man erkennt, das ist jetzt meine Erfahrung, macht Manu Visus jetzt um die 18 Jahre alt oder seit YouTube-Beginn, ist eben irgendwie die Erfahrung, wenn du halt wirklich versuchst, ganz neutral und also auch keine Partei zu ergreifen, immer die Kontenance zu bewahren und so weiter und so fort, wird das schwierig mit dem Erfolg, weil die Menschen ticken eben nicht so. Die Menschen gucken eben
dahin, wo was passiert, ja, wo das Blut Das ist der spritzt, wo Punkt. geschrien wird und wo die Action ist. Und wenn du das lange machst, willst du halt natürlich auch davon leben. Ja? Dieser berühmte Spruch, erst das Fressen, dann die Moral, trifft halt nun mal auch auf alle Medienanbieter zu. Der Laden muss erstmal laufen, bevor man da irgendwie dann seine Vision umsetzen kann. Und da ist eben die Frage, wie kommt man überhaupt an den Punkt, sich mit einem eigenen Medium, was man bedient, wirklich auf der einen Seite nicht selber zu verraten und zu verkaufen und auf der anderen Seite aber das natürlich zum Erfolg zu führen, weil das muss ja das Ziel eines jeden Unternehmers sein. Ja, also ich versuche da immer noch den Spagat zu machen. Ich habe noch Du nicht, frag nicht. die Patentformel gefunden. Frag nicht, also das ist tatsächlich der Punkt, der uns auch gerade massiv beschäftigt natürlich, weil eigentlich jetzt alles, was da sozusagen reingeflossen ist, quasi aus eigenen Mitteln oder eigener Zeit passiert ist. Ja? Also verdient hat jetzt hier noch keiner was, um ganz ehrlich zu sein. Andererseits sehe ich halt eben auch, ja, natürlich aus unternehmerischer Sicht muss man gucken, wie man zurechtkommt. Das ist natürlich mit einem Printprodukt nochmal eine ganz andere Nummer, also die Produktionskosten und so weiter. Wisst ihr ja auch, was da so ansteht. und ich glaube, es geht schon darum, die Leute zu, wie soll ich sagen, in gewisser Weise doch auch dahin zu, oder zumindest hinzuweisen. Erziehen ist ein ganz blödes Wort, aber ich glaube schon, dass man Qualität durchaus wahrnimmt. Und also das Feedback ist auch dementsprechend bei uns. Es hat halt noch nicht die Breite, das muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir halt einfach mit dem digitalen Inhalt, der leicht teilbar ist, einfach wahnsinnig hinterher waren bisher. Also da fangen wir jetzt eigentlich erst richtig an. Aber das ist natürlich der große Punkt. Wie ist es möglich, Medien zu schaffen und auch nachhaltig bestehen zu lassen, die diesen Ansatz fahren. Ne? Es gibt hier auch zum Initiativen in Österreich, es gab jetzt schon mehrfach Treffen von sozusagen allen Herausgebern von Publikationen und da ist es schon so, muss ich ganz ehrlich sagen, dass viele tatsächlich sich auch in gewisse Parteiabhängigkeiten begeben haben, also sprich FPÖ, ja, weil sie einfach sonst ihren Laden nicht am Laufen halten könnten. Und dann ist halt mein Ansatz, dass ich sage, das kann es ja auch nicht sein, weil das ist dann auch nicht mehr neutral oder unabhängig. Und ich glaube, man muss da ganz viel Aufklärungsarbeit leisten, auch diesbezüglich in der Blase der neuen Medienkonsumenten. Und andererseits ist es aber auch so, dass ich merke, oder man müsste da viel mehr auch reflektieren, wie kann man sozusagen Kapazitäten zusammenwerfen. Wie kann man auch sozusagen kooperieren als Medienschaffende, ohne dass man sich dann gegenseitig irgendwie färbt oder behindert? Hat auch ganz viel mit Ego zu tun. Das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe, dass natürlich alle irgendwie ihr Ding machen und es da schwierig ist, auch zusammenzukommen in gewisser Weise. Ich weiß nicht, wie ihr das erlebt, aber es ist herausfordernd, ja, durchaus. Ich würde das genauso formulieren wie du, wir erleben das genauso. Es ist herausfordernd. Nur Wieso ist ja schon ein Konglomerat von ein paar mehr Leuten. Ihr habt auch viele Autoren, die sich da irgendwie einig sind. Aber da erstmal sozusagen ein Team zusammenzustellen von Leuten, die sich grün sind und dann bei uns dann trotzdem noch in vielen differenzierten oder in vielen verschiedenen Gebieten trotzdem noch unterschiedlicher Meinung, ja, und dass das trotzdem funktioniert auf Augenhöhe und so weiter. Das ist tatsächlich etwas, was man nicht hochskalieren kann. Das funktioniert im kleinen Rahmen mit denen, die wollen, aber ich finde, das braucht es auch gar nicht. Ich kriege ganz viele E-Mails und Hinweise darauf, schließt euch doch mal zusammen, gründet einen neuen Fernsehsender, wo ihr alle zusammen am selben Strang und so weiter. Aber dann kann man diesen Strang natürlich auch mit einmal vernichten und dann sind alle geschädigt. Dieses Dezentrale ist schon ganz gut, dass das unterschiedliche Färbungen hat. Ja, also die Alternativen sind bunt, ja, kann man so sagen. Und Das ist gut so, weil der Mainstream-Einheitsbrei ist das nicht. Die hängen alle an denselben großen Agenturen, die berichten alle dasselbe. Mittlerweile ist selbst das Wording in vielen Publikationen das gleiche. Und wenn man sich mal fragt, warum ist denn das eigentlich so, stellt man fest, ja, okay, das sind hier 100 verschiedene Medienprodukte, die ein und demselben Typen gehören. Ja. Und die künstliche Intelligenz, die sorgt für den Rest, dass dann im Prinzip in jeder regionalen Zeitung irgendwo in bestimmten Ecken überall das Gleiche steht.
Und das gaukelt uns aber eine Medienpluralität vor, was Blödsinn ist. Im Mainstream gibt es keine Medienpluralität. Dort gibt es nur den Mainstream. Das ist ein Punkt. Und alternative Medien, ja, wären dann die Pluralität. Ja. Aber Ja, der vor Mainstream allem. innerhalb ist einfach nur eine Richtung, sagt ja der Name schon. Der Mainstream halt, der Hauptstrom. Ja, vor allem was ich eben sehr charmant finde, jetzt sozusagen an dieser Dezentralität, die wir jetzt in unseren neuen Medien haben, es hat auch eine gewisse Funktion der, wie soll man sagen, der Selbstkritik oder Selbstreflexion, weil man durchaus eben, wie du sagst, die Medienlandschaft ist sehr bunt von rechts bis links, um jetzt mal in diesen alten Kategorien zu sprechen, birgt aber auch die Chance, dass man wirklich sich gegenseitig auch mal auf die Finger klopfen kann, wenn was wirklich in die Hose geht, Passiert ja journalistisch. auch. Also, und es ist gut, es ist gut. Und trotzdem ist die Frage, wie kann man das dann alles irgendwie am Leben erhalten, sinnvoll, ja? Ohne dass sich die Leute nicht komplett ausbrennen, sage ich mal so, weil ich erlebe das sehr in dieser Medienszene, dass wirklich viele echt an der Grenze des Möglichen agieren und arbeiten, ne? Kann ich bestätigen. Ist so. Ein Gedanke, den. Ja, Robert, du gerne zuerst. Ja, ich wollte einen größeren Gedanken aufmachen. Schieß noch los. Ja, weil ich habe noch eine Frage, vielleicht auch zum Abschluss nochmal konkret zum Magazin, weil wir natürlich auch ständig mit den Themen konfrontiert sind, Finanzierung und Co. Also seid ihr einmal gestartet mit zum Beispiel einem Spendenaufruf und hattet dann mal irgendwie einen Grundstock, von dem aus ihr dann die ersten Sachen produzieren und finanzieren konntet? Kommt ihr über monatliche, tägliche Mikrospenden zurecht? Habt ihr überhaupt ein, zwei Festangestellte, wie du jetzt klangst, eher nicht, weil du sagst, da kann jetzt noch keiner von leben. Also erzähl noch mal gerne so, weil das macht es ja auch immer ein bisschen transparent und dann wissen die Leute, wo sie sind, wo sie dran sind. Also tatsächlich, so die ganze Infrastruktur und so weiter habe ich aus eigener Tasche finanziert, hatte auch den Hintergrund, dass das Elternhaus meiner Großmutter verkauft wurde und meine Mutter tatsächlich in großem Vertrauen an das Ganze mir, also jetzt nicht horrend hoch, aber tatsächlich einfach ermöglicht hat, mal diese ganze Infrastruktur hinzustellen, zur Verfügung stellen eines Darlehens. Und jetzt muss ich halt gucken, dass ich das dann wieder abackere. Ja, das ist tatsächlich der ganze Hintergrund. Und es ist schon so, dass ich sozusagen die Leute, und das ist eben auch ein Learning, dass alle Autoren bisher sozusagen auch für Beiträge was bekommen haben. Ja, weil ich eben auch gemerkt habe, in dieser ganzen Zeit, man macht so viel pro bono, dass es nicht, das geht nicht auf Dauer, weil die Leute müssen Das ist sich eher einfach die so informieren. Ausnahme in den alternativen Medien, dass man Genau, bezahlt wird für ja, einen Titel. genau, ja, genau. Wobei jetzt natürlich dann auch so ein Punkt erreicht ist, sozusagen, jetzt ist dann sozusagen das auch dann mal aufgebraucht und jetzt muss man halt dann gucken, wie es weitergeht. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, eben halt klassisch eben Abos abzuschließen und wir wollen das auch so hinbekommen. Haben auch, das ist auch ziemlich spannend, wahnsinnig viele Mittelständler angeschrieben, Unternehmen und so weiter, ob die nicht Lust hätten, da auch ganz profan mal eine Anzeige zu schalten. Also alles eher so, was Biobauern, also Grundsatz war, dass man eben der Gesellschaft förderliche Unternehmungen featured mit einem kleinen Preis. Und du merkst einfach in dieser ganzen wirtschaftlichen Situation, wie sie gerade besteht, die Leute haben es nicht leicht. Ja. Und also wie gesagt, also letztendlich geht es, glaube ich, nur über Mikrospenden beziehungsweise über eben diese Abonnements, die durchaus fair sind für das, was dann vorhanden ist. Aber letztendlich hängt es davon ab, wie es dann auch gut weitergehen kann oder auch nicht. Genau, ja. Viermal im Jahr erscheint euer Printmagazin. Genau. Den Link zum Abo und zur Seite ist natürlich hier unter dem Video zu finden. Ja, deswegen auch nochmal der Aufruf. Schaut euch das an, liebe Zuschauer, ja, und urteilt, ob das was für euch ist. Und wenn es was für euch ist, dann schließt da gerne ein Abo ab, weil ich sage ja auch, der Ansatz ist gar nicht irgendwie die Politik zu verändern, sondern der Ansatz bei mir schon immer gewesen, die Medien sind das Problem, weil die machen ihren Job nicht richtig. Die Politiker machen ihren Job, ja. Von denen weiß jeder, dass sie korrupt in die eigene Tasche arbeiten, zumindest viele, ja. Das ist das
ja schon fast der Job eines Politikers. Aber bei den Medien denkt tatsächlich jeder, die wären pluralistisch und neutral und hätten keine Agenda oder so. Und was in der Tagesschau und im Spiegel ist, das ist die Wahrheit. So, und das ist es ja manchmal auch. Ja, bei belanglosen Sachen meistens. Aber überall da, wo es im Prinzip so ein Pro und Contra gibt, wo der Westen auf den Osten trifft sozusagen, die NATO auf die BRICS oder die Ukraine auf Russland oder wie auch immer, haben wir halt nie diesen neutralen Blickwinkel, sondern halt immer diesen westlich eingefärbten. So, das ist auch jedem normal denkenden Menschen klar. Und trotzdem leben und heucheln wir jeden Tag dieses System, in dem wir uns halt geografisch befinden. Und das prangere ich an, deswegen, und ich habe so viel drüber nachgedacht, es sind die Medien das Problem, die uns tagtäglich zu bombardieren und zu schwadronieren mit sehr viel subtilen Botschaften und mit eben diesem westlichen kulturellen Ansatz, wir sind die Guten, ja, und deswegen ist es auch legitim, Kriege zu führen und Rüstung hochzuschrauben und Unfrieden zu stiften und Putsche zu machen und was weiß ich nicht alles. Und hätten wir diese Medien, die das tagtäglich in unser Unterbewusstsein feuern, nicht, ja, beziehungsweise hätten wir eine wirkliche Medienpluralität, wo gleiches Recht für jeden gilt, ja, wo nicht einfach der Kioskmarkt schon so beherrscht ist, dass dort nur die richtigen Zeitschriften überhaupt erstmal den Weg in den Laden finden und dann dort richtig präsentiert werden, ja. Aber solange sich daran nichts ändert, wird sich, glaube ich, auch wenig ändern können. Da können wir uns einen Arsch aufreißen, wie wir wollen, mit unserer Publikation. Aber da habe ich eben auch einen Gedanken, wenn ich den noch reinwerfen darf. Und zwar geht es nicht nur eben um die Medien, sondern auch um die Medienkonsumenten. Und wir versuchen jetzt, dem nächsten Projekt hier auf die Beine zu stellen. Es gibt eine sehr, sehr gute Radiojournalistin, die Evelyn Ritt, die hat lang für das Freie Radio Salzkammergut gearbeitet, bis dann Corona losging und dann da die massiven Werbungen für gewisse medizinische Maßnahmen dann forciert wurden. Da ist sie dann raus und die bietet zum Beispiel an, für Schulen, für Kinder Radiosendungen zu produzieren, dass mal wirklich schon Schüler in der Grundschule lernen anhand von einem Kinderbuch, von einer Geschichte, wie werden Medien gemacht, wie werden die produziert, was passiert da. Und ich glaube auch so, dass Schulen der Leute, ja, im Bereich Medienkompetenz, wie funktionieren Medien, was passiert da eigentlich mit dem eigenen Denken, wenn man da Chancen kriegt, das analytisch aufzudröseln, ja, indem man mal so ein bisschen Handwerk mal an die Hand kriegt, glaube ich, kann man auch schon viel, viel aufdröseln. Ne? Also ich glaube, auch diese Dinge wären vielleicht noch mehr zu in Betracht zu ziehen für uns alle. Dass man wirklich die Leute mal auch ein bisschen an die Hand nimmt und zeigt, hey, wie funktioniert das eigentlich? Ja? Was jeder konsumiert. Ne? Ich bin ja dafür, ein Schulfach einzurichten, und nicht das irgendwie, also und das auch klar so zu benennen, dass das wie eine Ausbildung zur Manipulation dient. Ja? Also lerne, wie man Propaganda macht, lerne, wie man manipuliert und so weiter, weil das ist ja der beste Selbstschutz, wenn man selbst die Mechanismen kennt. Mhm. Ja? Das darf halt kein elitäres Wissen mehr sein, sondern das muss jedem zugänglich sein. Deswegen gehört das eigentlich in die Schule und ist für mich nur auch ein Teil von Medienkompetenz, dass man sich selber quasi wie zum Lügendetektor ausbilden lässt, hieß es doch kürzlich in der Sendung, wo es um NLP ging. Da muss ich aber, da wird es wieder komplex und das ist das Schöne am Leben, dass man da wieder direkt reingrätschen kann und ich kann dann wieder sagen, ich habe im Master Medienethik studiert und da haben wir dann halt gelernt, also Fake News und Propaganda am Beispiel vom AfD-Wahlprogramm. Das war dann Uni-Inhalt und ich dachte so, warte mal, es kann jetzt aber nicht nur die AfD Fake News und Propaganda machen. Okay, ich dachte, ich bin hier irgendwie an einem staatlichen akademischen Bildungssystem, wo dann alles in Betracht gezogen wird. Und mein Medienethikprofessor hat uns auch erzählt, Vorsicht, Gefahr vor Verschwörungsideologen am Beispiel von Irrglauben zum 11. September. Oh. Und dann sitze ich da drin und habe natürlich so, ich habe mich da nicht getraut, als Einziger in einer Runde von 100 Leuten bei dem Vortrag zu strecken.
Da hatte ich echt die Eier nicht, aber ich dachte halt natürlich, hey, was für ein Joke. So, wir reden über Fake News oder über irgendwie so die Gefahr der Manipulation. Und dann, der tourt damit immer noch. Der Homie heißt Christian Schicher. Ich habe bei ihm auch meine Masterarbeit geschrieben. Aber hättest du jetzt dieses Fach Medienkompetenz oder wie manipuliere ich, Frank, das will ich damit nur sagen, dann bist du ja immer noch eingebunden in dieses Schulsystem, wo dann ganz genau geguckt wird. Okay, Was ja. wird denn dann als Beispiel, was wird denn dann als Beispiel herangezogen für Propaganda? Natürlich der Russe oder so. Das will ich Ja, damit jetzt ist sagen. natürlich eine ideale Aussage gewesen unter der Ja, klar. Voraussetzung, dass das dann eben auch wirklich so stattfindet. Aber du hast natürlich völlig recht. In dem System Ja, jetzt das würde ist. das nicht funktionieren, ja. Ich habe ein paar Gedanken gesammelt. Lasst mich mal kurz reintragen. Ich habe euch aufmerksam gelauscht. Danke für das Stichpunktmagazin, Thomas. Ich habe ein neues Lesezeichen und weiß, dass ich da viel drin lesen werde und auch, dass dein persönliches Engagement auch finanzieller Art in diese Richtung reinfließt. Also wirklich da, das merke ich sehr viel Herzblut und auch sehr viel Überzeugung, dass das wichtig ist, dass du sagst, hey, da ist jetzt hier die Möglichkeit mir gegeben, dass ich sowas auf den Weg bringe. Also das kann man nicht hoch genug anschätzen, sowas, vor allem die Arbeit und die Zeit, die da reinfließt. Also ich streichel dir gerade die Schulter und klopfe dir fester drauf. Ne? So, das wollte ich dir gerade sagen. Und jetzt ein Gedanken, den ich gerade vorhin so hatte, ist, ich habe mich in letzter Zeit oder im letzten Jahr habe ich mich öfter mal mit Professor Matthias Desmet beschäftigt, weil der in meinen Augen ein paar ganz elementare Sachen gesagt hat. Das ist dieser Psychologe von der Universität Gent in Belgien, der eben auch über totalitäre Systeme gesprochen hat und viel darüber in diese Richtung geforscht hat oder auch erklärt hat. Und er hat gesagt, immer dann, wenn es in totalitären Systemen abgedriftet ist, in brutalste Gewalt, also sprich die roten Khmer, dass also diejenigen, die eine Brille aufhaben, dass die alleine schon umgebracht werden, dass bei Stalin irgendwelche Leute in die Gulags verschwunden sind, dass bei den Nazis einfach alle möglichen Gruppierungen einfach getötet wurden und so weiter. Immer wenn das dann so komplett kippt, dann ist es ein Zeichen dafür, dass in der Gesellschaft in diesem Meinungsbildungsprozess einiges vorher schiefgelaufen ist. Und in den Gesellschaften, gerade in Diktaturen, wo es diese Dissonant Voices gab, was heißt Dissonant Voices, also kritischen Stimmen, diejenigen, die dagegen aufbegehrt haben, war es für das System nicht mehr so einfach, da durchzugreifen. Also bestes Beispiel ist Milgram-Experiment, wenn man den Versuchsteilnehmern, ich glaube, unseren Zuschauern muss man das nicht mehr erklären, diese Konformitätsexperimente, das weiß mittlerweile jeder, gehe ich mal davon aus, wenn nicht, bitte kurz nachschlagen, Milgram-Experiment, ganz wichtig, dass wenn ein Teilnehmer erkannt hat, dass es noch einen anderen gab, der keine tödlichen Stromstöße geben wollte oder halt ein Problem damit hatte, dieses Experiment weiterzuführen, dann haben viel mehr Leute gesagt, nein, das mache ich nicht, wie wenn sie nur einer waren. Also zum Beispiel Aaron, das Beispiel von dir gerade eben aus dem Hörsaal. Wenn da ein zweiter oder ein dritter mit dir auch gleich in die Richtung gegangen wäre, so nach dem Motto, ja, aber World Trade Center 7, Herr Professor, können Sie uns das mal erklären, wie da Ihre Meinung dazu ist? Zwei Flugzeuge, drei Türme, es gibt da wissenschaftliche Studien dafür. Ich glaube, in dem Moment kippt dann auch so dieses Momentum. Das ist so wie bei der Club der toten Dichter, wo irgendwann einer sagt, Captain, my Mein Captain, Captain, und auf den Tisch steigt und dann genau. schließen Und sich diese alle an. ikonische Szene am Schluss, wie sie alle auf dem Tisch stehen und Robin Williams dann eben dadurch die Solidarität erkennt, obwohl er gerade rausgeschmissen wird. Ja, großartiger Film. Aber wisst ihr, was ich meine? Also diese Dissonant Voices und das Stichpunktmagazin, um den Bogen zu schließen bei dem Gedanken, ist ja genau so eine Stimme, die dann eben heraussticht aus diesem Mainstream, der uns da verordnet wird. Ich sehe zum Beispiel ein Wartezimmer beim Arzt, beim Zahnarzt. Du sitzt da manchmal eine Stunde oder noch länger und blättert halt rum. Okay, wir haben jetzt alle Handys, jeder sitzt natürlich da in den Handys drin, aber es gibt halt doch Automotorwelt, Brigitte, Stern, Spiegel, Stichpunktmagazin. Und ich würde mir vorstellen, ich könnte mir gut Sehr schön. vorstellen, dass da der ein oder andere dann eben doch mal reinguckt, ne? Weil, okay, was ist denn das hier? Und fängt dann an, kritische Stimmen wahrzunehmen. Und das finde ich natürlich dann schon extrem wichtig. Man müsste natürlich jetzt dann erstmal bei jeder Auflage 200.000 übers Land verteilen, dann wäre das natürlich eine große Nummer, gell? Also Ja, das war der erste schwierig. Gedanke, ja. Und Nee. erstmal eure Gedanken dazu. Ich habe noch einen anderen Gedanken gerade so, aber. Also mir kam gerade direkt, du hast absolut recht, also Wartezimmer, egal wo, oder auch bei mir gibt es so einen Ruhebereich, wenn ich saunieren gehe und da liegt wirklich
Stern, Brigitte, Gala. Automotor und Sport. Und ich denke so, ich würde so gerne eine Seite lesen, aber welches Magazin soll ich davon in die Hand nehmen? Es geht nicht, ich kann da nicht Das einen Satz drin Nuviso-Comic lesen. wäre da auch eine wohltuende Alternative, oder? Durchaus. Oder eben Stichpunktmagazin. Das stimmt, aber wie bewerkstelligst du das? Weißt du, gibt es ja bestimmt auch irgendeine Wartezimmer-Zeitschriftenlobby, die darüber Ja, bestimmt, was ja. da bundesweit ausliegt, weißt du? Seicht Naja, und also du. angepasst. Ja, nee, also das ist, es war eben auch ganz spannend, um da nochmal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Wir haben ja die erste Ausgabe letzten September gebracht. Ich hatte die Möglichkeit, zusammen mit Matthias Bröckers und dem Tom Wellbrock nach Russland zu fahren zum 9. Mai. Und tatsächlich habe ich dann wirklich eine russische Oma aufs Cover gesetzt, die ich da fotografiert habe, eben in sozusagen noch alter, wie heißen jetzt diese schönen, Balalaika? Nee, ist das was anderes? Das ist was die anderes, gell? Militärmützen, die Schiffchen. Ich habe gerade den russischen Begriff. Ja, egal. Jedenfalls prangt die da sozusagen auf dem Cover. Und diese Ausgabe haben wir dann ganz bewusst noch mit einer Werbung fürs Buch von Andrea Drescher, vor der Impfung waren Sie gesund, haben wir an Nationalvertriebe geschickt und mal geguckt, überhaupt als Experiment würden die das nehmen. Ja, in den Vertrieb. Und tatsächlich war es so. Also insofern ist da schon noch eine Offenheit da. Also es ist möglich tatsächlich. Und es hat eher was tatsächlich im Print einfach mit Auflagenhöhe zu tun, dass du da sichtbar bist. Und das kann man halt natürlich als jetzt kleiner Verlag mit ein paar Büchern und dann dem Magazin dazu und ein paar CDs, kann man das nicht leisten. Das geht halt eben über diese Geldflüsse, die eben die Großen bekommen, sei es durch große Werbeeinschaltungen oder eben Sponsoring oder auch staatliche Förderungen. In die fallen wir aber nicht. Aber das, wie gesagt, grundsätzlich ist es ja immer möglich, auch für Leute, die das hören oder wollen, ja auch direkt zu beziehen. Das ist ja bei euch auch so, dass die Leute ja über den Shop direkt das holen können. Beziehungsweise wäre das auch mal eine Idee, zu überlegen, ob man da nicht auch zum Beispiel mal wirklich gemeinsam Dinge einfach entwickelt, ja? Strukturen. Es ist ja nicht, ist ja alles nicht, wie soll man sagen, es ist ja kein Hexenwerk eigentlich. Es sind ja ganz profane Dinge, die da passieren müssten für solche Dinge. Ja, da können wir gerne mal im Gespräch diesbezüglich bleiben. Ja. Da, wo das gewollt ist, wo sich Menschen zusammentun und wo es auch passt, halte ich das auch für absolut sinnvoll. Ja, genau. Aber dieses gemeinsam also ich war schon auf mehreren Vernetzungstreffen, wo sich Vertreter von verschiedenen alternativen Plattformen getroffen haben, ein ganzes Wochenende in einem Hotel. Das war schon 2016 oder 15, 16 sind wir da schon mal zusammengekommen. Das funktioniert nicht. Das sind so Ja, weil viele sich dann immer jemand unterschiedliche. hinstellt, der hat die ultimative Idee, der sollen sich dann alle Genau, unterordnen. und Es könnte das nur funktionieren, wenn man sich quasi trifft, das ist Grundvoraussetzung, an den runden Tisch setzt, wo noch keiner eine fertige Idee hat, wo jeder im Prinzip erstmal seine Ideen reinbringt und wo man sich dann vielleicht oder auch nicht, ist ja kein Zwang da, einigt. Aber vielleicht da, wo sich Synergien ergeben, da wird dann vielleicht auch nicht jeder, der an dem Tisch sitzt, dann am Ende irgendwie mitmachen oder so. Aber da, wo das natürlich wächst, ist es gut, da wo jemand kommt und sagt, hier, ich habe die ultimative Idee für alle, das wird nicht funktionieren, hat es zumindest bisher noch nicht. Ja? Und da, wo es funktioniert, halte ich es schon wieder für gefährlich. Weißt du? Weil dann hast du schon wieder so einen wellenartigen Effekt, der dann viele Leute bindet hinter einer Idee mit einem Führer. Lieber nicht. Tötet Ja. viele Energien, ja, klar. Ja, es Okay, ist spannend, also okay. kann ich so wiedergeben, ja, auch. Zweiter Gedanke noch, den ich gerade hatte, um da auch mal ein bisschen auf die aktuellen Themen zu kommen. Wir zeichnen auf am Freitagvormittag. Heute ist der 12. Januar 2024, am Vormittag, also mittags jetzt. Und der Informationsstand zu den neuesten Ereignissen im Nahen Osten ist, dass heute Nacht die englischen und amerikanischen Streitkräfte Stützpunkte der Houthis angegriffen haben. Ich bringe das Beispiel jetzt deswegen, weil wir eben zur Ausstrahlung dieser Sendung am Samstagabend nicht wissen, was da weiter eskaliert ist. Aber der jetzige Informationsstand war eben, ich habe heute Nacht, konnte nicht schlafen, 2 Uhr, Nachrichtenticker, ich so, fuck, oh nein, es geht los, weißt du so, okay, Apokalypse now, was geht jetzt ab hier? Auf jeden Fall, es geht in die Richtung. Ich habe gestern Nacht dann gleich CNN und NBC geguckt und Sky News. Die deutschen Medien, Welt und NTV, die bringen da in der Nacht Dokus, da kommt noch nichts. Aber Sky News und CNN sind natürlich da ganz voran. Auch Al Jazeera hat dann natürlich gleich die ersten Bilder gebracht von irgendwelchen Explosionen in Sanaa und was da war.
Heute früh habe ich dann auch noch mal reingeguckt bei CNN und die sind natürlich dann sofort, die sind da geschult und Profis, die gehen dann voll in diesen jetzt Zimmer dabei und Modus und neueste Grafiken und Computer, die interaktiv, die Monitore, die Moderatoren sind da geschult, die sind da perfekt. Ich mache das jetzt rein von der journalistischen Seite her, nicht von der Indoktrinationsseite, sondern die machen das einfach am besten, in Anführungszeichen am besten, um diese Informationen zu verbreiten. Und jetzt kommt der Punkt, warum ich darüber spreche, die Art und Weise der Propaganda. Unter anderem wurde da eingeblendet ehemaliger General Wesley Clark. Der war ja schon mal NATO-Oberkommandierender, hat auch damals Furore gemacht für ein Statement, wo er eben bei Amy Goodman gesessen ist oder bei irgendeiner Talkrunde, wo er von diesen 7 Kriegen in 5 Jahren gesprochen hat. Da weiß man ja, wer das ist, mittlerweile gut gealtert, aber trotzdem, er saß da jetzt eben da auch als Profi und der hat dann gleich gesagt, so, und was wir jetzt machen müssen, in dem Moment, wir müssen die Initiative behalten und wir müssen jetzt tak, tak, tak und wir müssen jetzt gleich das hinterher und dann kam noch ein Militärexperte dazu und dann noch ein Reporter, der vor Ort berichtet hat und so. Also da wurde gar nicht jetzt, ist es jetzt richtig? Ist es jetzt der richtige Weg? Sollten wir vielleicht nicht irgendwo einen anderen Weg einschlagen, sondern jetzt sind die ersten Bomben gefallen und es wird überhaupt nichts getan, um das jetzt irgendwie in irgendeiner Art und Weise zu hinterfragen, sondern jetzt voraus und jetzt geht es erst richtig los und jetzt dann auch gleich Karte eingeblendet, eigentlich geht es ja um den Iran, 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 Iran und so weiter. Ja. Also lange Rede, kurzer Sinn, in Sachen Propaganda zu erkennen, war das für mich wirklich hilfreich, dass ich mich so lange mit dem Thema schon beschäftige, dass man von diesem Informationsfeuer nicht so gebannt da sitzt wie das Kaninchen vor der Schlange und sich einfach so von den Argumenten erschlagen lässt, ja, das ist ja richtig und die haben ja vorher die Schiffe angegriffen und das bedeutet ja für die Weltwirtschaft so insgesamt, die haben sie ja auch gewarnt, die Houthis, und die haben einfach nicht hören wollen oder so. Also diese komplett verquerte Kriegslogik wird durch diese subtilen Methoden der Propaganda, obwohl man kann schon fast nicht mehr von subtil sagen, sondern von diesen Propagandawaffen, wird man so überrannt, dass der normale Konsument von Medien, der davon ausgeht, dass er gut informiert wird, fast gar keine Chance hat. Man muss sich schon wirklich intensiv mit dem Wesen von Propaganda beschäftigen. Gustave Le Bon, wie hieß der andere nochmal, da gibt es 2 wichtige Namen. Edward Bernays, genau. Bernays mit B fängt es an, ja. Also man muss das schon mal im Kern erkannt haben, was da eigentlich stattfindet. Und ja, das war jetzt nur so ein allgemeiner Gedanke, weil du gerade von Propagandaschulung gesprochen hast. In der Schule, wenn es dieses Fach gäbe, müsste man aus einer neutralen Perspektive die Methoden von Propaganda erstmal zeigen, um den Menschen überhaupt ein Werkzeug in die Hand zu geben, um sagen zu können, okay, jetzt weiß ich, dass ich hier gerade in eine Richtung geschoben werde. Nudging ist es schon gar nicht mehr, das ist schon hinprügeln in diese Richtung. Aber das war jetzt nur mal ein Gedanke, der da gerade aufgekommen ist. Da darfst du dich freuen, weil demnächst gibt es auf Netflix eine Serie, die sich mit den Techniken der Manipulation beschäftigt. Da Geil. Werden wir in jeder einzelnen Serie eine Manipulationstechnik nochmal erörtern und ausgiebig erklären. Ja, und das sind tatsächlich eine ganze Menge. Endlich wieder Serienmarathon. Ich suche schon lange wieder eine neue Serie. Ja, würde dir zusagen. Aber demnächst dazu mehr. Was sagst du dazu, Thomas? Ja, also mein Gedanke dazu ist immer, wie kann man denn diese Mechanismen auflösen? Als Medienschaffender, ja. Und was mich jetzt gerade sehr, sehr bewegt, gerade, wir haben die letzten 2 Tage ein 3-stündiges Interview mit der Iris Hefetz aufgenommen. Ich weiß nicht, ob die euch schon untergekommen ist. Die ist im Vorstand des Vereins Jüdische Stimme für einen gerechten Frieden in Nahost. Ist vor 21 Jahren aus Israel mit den Kindern nach Deutschland emigriert, weil sie gesagt hat, sie hält es in diesem Land nicht mehr aus. Und hat jetzt als Einzelperson quasi ist sie mit Schildern am Hermannplatz in Berlin gestanden. Da stand nur drauf, also sie hat auch tatsächlich zum Beispiel jetzt bei den Anschlägen am 7. Oktober im direkten Bekanntenkreis tatsächlich Schlimmes erlebt, beziehungsweise ihre Mutter saß auch in einem Bunker während dieses Angriffs und trotzdem sie ist Psychoanalytikerin, durchschaut das Ganze auch nochmal, sagen wir mal, tiefer. Und sie sagt auch, man muss die Menschen zeigen, man muss überhaupt wieder in Kontakt kommen. Und allein mit ihr zu sprechen, mit ihrem Wissen, mit ihrem Hintergrund, merkt man, okay,
du brauchst einfach veritable Stimmen, die das Ganze erlebt haben und auch irgendwie für sich in einer sinnvollen Art aufgearbeitet haben und kommunizieren können. Und ich glaube, das ist so wichtig, diese Stimmen dann wirklich diesem Irrsinn entgegenzusetzen, die authentisch sind, die echt sind und die auch wirklich in die Tiefe gehen, ja? Also den Menschen nochmal irgendwie berühren können, ja? Mit ihrem Wissen, mit Kann ihrem es sein, Erleben, ja? Und kann sie es ist zum sein, dass Ihr Beispiel Bild auch ein bisschen, genau mit dem Schild, weil wo du sie von hattest der vom Polizei Hermannplatz abgeführt gesprochen, wird, ja, genau, wo okay, sie auf das dem ist Schild nämlich ein stehen bisschen hat. bekannt geworden, diese Szene, ja. Ganz genau. Und daraufhin haben wir sie eben angesprochen, weil sie dann auch gesagt hat, sie als Jüdin mit einer Familie, die Holocaust-Überlebende hat, in Israel in einem zionistischen Umfeld aufgezogen wurde, viel gelernt hat, jetzt um ihre Kinder zu schützen, nach Deutschland gegangen ist und dann von der Polizei in einer Vehemenz abgeführt wird mit Begründungen, die nicht statthaft sind juristisch. Die sagt einfach, also die hat so viel zu sagen und das ist so bewegend. Und ich glaube, das muss an die Menschen kommen, dass sie sehen, okay, es gibt ja noch diese andere Perspektive. Und es gibt Betroffene, die aber sagen, wir brauchen einen gerechten Frieden. Ja? Und die Menschen in dieser Region, sozusagen gerade die arabischstämmigen Menschen, sind seit Jahrzehnten, Jahrhunderten einfach in einer Segregation. Und Israel ist nicht das, was es hier zu sein scheint. Und ein Satz, der mir wirklich, wirklich hängen geblieben ist, bei dem Ganzen war, dass sie gesagt hat, sie hat in diesen 21 Jahren, die sie in Deutschland ist, keinen Antisemitismus erlebt bis jetzt. Und jetzt erlebt sie diesen Antisemitismus auf Regierungsseite, weil eben Juden, die sich anders positionieren, vehement verdrängt werden oder auch in ihrer Meinungsfreiheit, in dieser Äußerung eingeschränkt werden. Es ist ziemlich heftig, aber also es ist sehr wahnsinnig komplex. Es geht auch zum Beispiel, wir haben sie auch gefragt, das Verhältniszentralrat der Juden mit dem Verein Jüdische Stimme, der noch bis vor ein paar Jahren Preise gekriegt hat für Friedensarbeit, aber immer zum Beispiel vom Zentralrat der Juden behindert wurde. Also es ist so komplex und das muss man, glaube ich, auch anerkennen, dass dieses Schwarz-Weiß-Denken einfach nicht mehr funktionieren kann. Und das müssen wir transportieren. Ich habe mich jetzt ein bisschen verheddert, aber es sind einfach Gedanken, die mir gerade kommen. Es ist sehr, sehr berührend. Und gerade dieses Statement von ihr hat mich noch mal mehr zum Nachdenken gebracht über unsere demokratische Verfasstheit, sagen wir es mal so. Man ist ja auch gerade eine historische Situation, dass vor dem Internationalen Strafgerichtshof oder wie heißt der ICJ, International Criminal, das J steht für Justice oder so, Der Internationale Gerichtshof der in Den Haag. Gerichtshof, Ich glaube genau, auch, der heißt, das hat schon gepasst, ja. ICJ, ich kriege nur die Abkürzung nicht hin, dass jetzt Südafrika Israel angeklagt hat und war jetzt gerade vor wenigen Stunden, Tagen, also jetzt im Ende der Woche, waren die ersten Sitzungen und die ersten Plädoyers und so weiter. Und man sieht da schon, dass da gerade in dieser Situation in Nahost jetzt hier auch so eine Art, ja, Zeitenwende ist vielleicht das falsche Wort, aber dass da doch massive Kritik kommt an dem Vorgehen der israelischen Regierung, an dem, was da unten passiert. Und also ich versuche das aus der Adlerperspektive zu betrachten. Zum einen die auf der einen Seite verständliche Reaktion der israelischen Bevölkerung und der israelischen Regierung und auf der anderen Seite natürlich die Weltöffentlichkeit, die sieht, was für ein unglaubliches Unrecht da passiert und wie jetzt da verschiedene Deutungsmuster öffentlich aneinanderprallen. Gaza und Palästina war jahrzehntelang eigentlich eher immer so, ja, das ist halt so da unten und mei, so ist es halt. Aber jetzt hat es eine Dimension erreicht, dass das eine neue Stufe erreicht, eine neue Stufe beschritten hat in meiner Wahrnehmung. Ich kann das schwer Robert. einordnen. Ja, also es ist eben wichtig, diesen Konflikt nicht zu instrumentalisieren für die eine oder die andere Seite. Das hat sie auch zum Beispiel sehr, sehr herausgehoben, dass man eben jetzt auf der einen Seite nicht Israel an sich komplett verurteilen kann, weil sie sagt, da gibt es auch sehr, sehr viel Opposition gegen dieses Vorgehen der Regierung. Auf der anderen Seite darf man aber auch nicht sozusagen jetzt alles auf der anderen Seite sozusagen als Vehikel nehmen, um jetzt zum Beispiel, das erlebe ich hier in sehr vielen konservativen neuen Medien auch, dass die jetzt zum Beispiel den Öffentlich-Rechtlichen vorwerfen, sie würden antisemitisch agieren,
Ja, beziehungsweise auch höre ich auch viel. jetzt die gesamte muslimische Community auf einmal jetzt eben verfemen, als das sind alles Terroristen, die jetzt zu uns kommen und so weiter. Wo dann eben auch die Frau Heffitz gemeint hat, ja, jetzt werden eigentlich die Juden sozusagen instrumentalisiert von wirklich sehr Rechten, ja. Das hat sie dann Philosemitismus benannt oder genannt, dieses Phänomen, dass dann sozusagen der Jude jetzt sozusagen nicht mehr die größte Gefahr ist und jetzt instrumentalisiert wird, um sozusagen nochmal eine andere Bevölkerungsgruppe zu delegitimieren quasi. Also es ist wirklich hochkomplex und da müssen wir Ich rein. glaube Da auch, müssen wir rein. Thomas, ich glaube, das war ein kurzes Gesprächsthema, was wir noch vor Aufzeichnung hatten, aber du hattest auch über die Fragmentierung gesprochen, generell von Gesellschaften, von Perspektiven, von Lebensrealitäten, aber eben auch insbesondere innerhalb dieser, ich sag mal, alternativen Medienbubble. Das hat man ja auch extrem gemerkt. Es gab am Anfang diese krasse Zäsur. Da gab es mehr oder weniger wirklich einen Cut durch die Gesellschaft mit Corona. Und dann gab es so die kritischen Medien und die sehr angepassten Medien. Und es wurde aber schon so ein bisschen weniger deutlich und weniger schwarz-weiß, als dann das Russland-Thema aufkam. Da hattest du auf einmal so einen Kanal wie Reitschuster, der sich bei Corona sehr kritisch positioniert, der aber eher pro Westen und Atlantisches Bündnis argumentiert in der Russlandfrage. Und bei Israel hat man ja gemerkt, da ist es noch mal komplexer geworden. Auf einmal greifen die einen, die immer mit denen geredet haben, die jetzt an. Und der Öffentlich-Rechtliche ist jetzt auf einmal wieder von manchen gefeiert, weil er doch eben zum Teil auch diese Pro-Palästina-Perspektive durchaus einnimmt. Andere sagen dann wieder, ja, die zionistischen Medien, die wir überall haben und sowas, was ja, also entweder stimmt das eine oder stimmt das andere, beides kann nicht zusammenpassen. Also das ist auch was ich mit großem Interesse verfolge, dass das nicht mehr so ganz hinhaut. Die Alternativen und die Regierungsmedien hat sich auch ein bisschen verändert in den letzten ein, zwei Jahren nochmal, ja. Ist vielleicht auch Stimmen, ganz gesund. Erwiderungen. Ja, das, Genau, ich habe jetzt ja. endlich verstanden, was ICJ heißt, also International Court of Justice, ICJ. Ja, das ist also der internationale Justizgerichtshof, ne, wenn Strafgericht ist, das ist das ICC, ja, Criminal Court. Das Strafgerichtshof in Den So Haag ist sollen das wir. ICC. Ja, das ist wieder was anderes. Ja. Ich habe gerade überlegt, Robert, weil das Thema ist, glaube ich, wirklich brandheiß und echt interessant für die Zuschauer. Sollen wir hier bei diesem, worum es bei der Völkermordklage geht, willst du daraus vielleicht diese ersten ganzen Abschnitt, das sind 8 Sätze, Okay, das dann, irgendwie, ja. du kannst es gerne vor, weil Ich ich finde es, ich habe es gerade überflogen, ich finde es extrem genau, interessant. okay. Also, Stand gestern, also vielmehr 11.01. abends, worum es bei der Völkermordklage geht. Israel muss sich wegen des Vorwurfs des Völkermordes vor dem Internationalen Gerichtshof verantworten. Premierminister Netanyahu sprach von einer auf den Kopf gestellten Welt. Was würde eine Verurteilung bedeuten? Was wirft Südafrika Israel vor? In seiner 84-seitigen Klageschrift erhebt Südafrika den Vorwurf, dass Israel Völkermord an den Palästinensern begeht, indem es sie im Gazastreifen tötet, ihnen schwere seelische und körperliche Schäden zufügt und Lebensbedingungen schafft, die darauf ausgelegt sind, ihre physische Zerstörung herbeizuführen. Die Rechtsvertreterin Südafrikas, Adila Hasim, sprach bei der ersten Gerichtsanhörung von einem systematischen Muster, das auf Absicht des Völkermordes hinweist. In der Klageschrift wird von Südafrika aufgeführt, dass Israel es versäumt, während des mehr als 3 Monate dauernden Krieges gegen die radikal-islamische Hamas die Bevölkerung im Gazastreifen mit lebensnotwendigen Nahrungsmitteln, Wasser, Medikamenten, Treibstoff, Unterkünften und anderer humanitärer Hilfe zu versorgen. Südafrika nennt zudem die hohe Zahl von mehr als. Moment, meine Maus funktioniert gerade nicht. So, jetzt. Südafrika nennt zudem die hohe Zahl von mehr als 21.000 Toten im Gazastreifen, israelische Bombenangriffe, erzwungene Flucht von rund 1,9 Millionen der insgesamt etwa 2,3 Millionen Einwohner sowie Angriffe auf Krankenhäuser und Geburtskliniken. Das Land zitiert dabei UN-Experten, Zeugen und Hilfsorganisationen. Inzwischen ist die Opferzahl nach Angaben der Behörden in Gaza, die von der islamistischen Hamas kontrolliert werden, auf mehr als 23.000 angestiegen. Zehntausende wurden demnach verletzt, unabhängig überprüft lassen sich die Angaben nicht. Das war jetzt also so kurz zusammengefasst, um was es bei dieser Anklage geht. Ich weiß von gestern noch aus den Nachrichten, dass Netanyahu gesagt hat, eben ja, das ist totaler Quatsch, wir halten uns an das Völkerrecht.
was ich so nicht nachvollziehen kann, ganz ehrlich. Weil wenn ich gesehen habe, was da mittlerweile passiert, kann ich das mit Völkerrecht nicht ganz in Einklang bringen. Es geht auch, glaube ich, nicht konkret ums Völkerrecht. Der Vorwurf ist ja Genozid. Und es gibt ja viele andere Sachen eben auch bezüglich des Völkerrechts, wo Israel nie zugestimmt hat, sich jemals einer Strafgerichtsbarkeit zu unterziehen. Außer bei dem Vorwurf des Genozids. Da kam Israel nämlich bei Staatsgründung gar nicht drum rum, dem zuzustimmen und sich da auch der Gerichtsbarkeit zu unterwerfen, weil es sie selbst als Staat und Volk betrifft und betroffen hat, geschichtlich gesehen. Ja. Und das ist im Prinzip das, was Südafrika da jetzt sozusagen genau in diese Wunde legen sie den Finger rein. Und deswegen ist natürlich auch die Aufregung bei Netanyahu groß, weil das können sie auch nicht einfach so vom Tisch wischen. Ja? Also die unterliegen dieser Gerichtsbarkeit und sind diesem internationalen Gerichtshof mit diesem Vorwurf auch tatsächlich ausgesetzt. Ja? Dann nützt auch Kriegspropaganda nichts. Ja? Da bleibt es letztlich zu entscheiden. Ich weiß gar nicht, was das dann für konkrete Auswirkungen hätte, wenn da jetzt irgendwie gegen Israel entschieden wird, weiß ich nicht. Letztlich entscheidet darüber das Gremium, was da zusammensitzt. Ja, was sind das für Leute, die letztlich darüber entscheiden? Ja, wie viele hat die eine Seite gekauft, wie viele die andere, wie viele sind wirklich neutral und wie viele davon verhandeln nach bestem Wissen und Gewissen? Ja. Und das dürfte auf jeden Fall interessant sein. Aber nochmal die Frage, letzte Frage, was passiert denn, wenn da jetzt Israel irgendwie verurteilt wird oder schuldig gesprochen wird oder sonst irgendwas? Nichts passieren, gar nichts. Da wird nur der Druck international wird größer werden, aber Israel wird sich dadurch zu keiner Änderung hingezogen fühlen. Würde es dann zum Beispiel mit der deutschen Staatsräson aussehen? Müssten wir daran rütteln, wenn da jetzt eine internationale Verurteilung zum Beispiel steht, das wegen Genozid? Da kann man doch als deutscher Staat nicht sagen, ja, wir stehen trotzdem blanko hinter diesem Staat. Doch, wird Deutschland machen. Natürlich wäre das falsch, aber es wird Deutschland machen. Es wird aber sehr schwer zu verargumentieren sein, dass das zumindest nicht mal in die Debatte kommt. Ja. Überleg mal, was Nord Stream 2 eigentlich für eine Debatte ist und wie der Kanzler einfach wie ein Schulbub neben Biden steht und ja, Mai ist so. Das interessiert diese Witzfiguren nicht. Die innere Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson und das wird einfach immer als Argument alles torpedieren. Ja, bleibt abzuwarten. Sie verteidigen sich gerade. Ja. Ich weiß, was du meinst, Frank. Dein Argument ist da komplett richtig. Man müsste dann eigentlich dann auch über Sanktionen nachdenken und öffentlich diskutieren. Aber kein Politiker, niemand, der in dieser Gesellschaft noch irgendetwas reißen möchte, wird sich trauen, etwas öffentlich gegenüber Israel zu sagen. Keiner in Deutschland. Ja, wie war das gerade mit dem Ersten, der irgendwie ein Veto anmeldet oder einfach mal weiterdenkt? Ja? Ihm werden dann zweite, dritte, vierte folgen. Aber dann müsste halt mal jemand Tacheles reden. Und die Leute, die Tacheles reden, die vergreifen sich leider meistens im Ton oder haben auch eine politische Agenda. Ja? Das ist das Problem. Mal einfach die Sache objektiv betrachten im Sinne von, ja, wie schützen wir Menschenleben auf beiden Seiten? Ja. Das wäre doch mal die Frage, aber die stellt irgendwie keiner. Das ist ganz spannend, weil also ich möchte da eben auch, weil das so ein komplexes Thema ist, ich möchte jetzt eben nur Betroffene zitieren und da eben nochmal die Frau Heffetz, die eben auch in dem Interview gesagt hat, Israel kann so kein sicheres Land sein und sie kennt so wahnsinnig, ich meine, nur ein ganz geringer Prozentsatz an Juden lebt ja in Israel. Die meisten sind ja wirklich auf der Welt sehr auch liberal unterwegs und eher auch für eine friedliche Lösung. Und sie sagt, eine Staatsräson, die sozusagen diesen Konflikt weiter befeuert, ist ja nicht im Sinne des Erfinders. Und es geht ja darum, wenn muss es eine Aussöhnung geben, auch, meinte sie zum Beispiel, nach dem Vorbild von Südafrika, ja, mit vielen, vielen Councils, vielen Gremien, eine Aussöhnung und eine Basis für einen Frieden, weil sonst wird dieses Land nie zur Ruhe kommen können. Und das finde ich eben so spannend, dass sie eben sagt, dass, also was deutsche Staatsräson ist, und das politische Handeln ist ja eine komplette Antithese. Also das aus jüdischer Perspektive nur mal so zum Thema Staatsräson. Eigentlich müsste ja alles aus deutscher Sicht daran gelegt werden, eine möglichst friedliche Lösung zu erwirken, die auch nachhaltig ist und das Gegenteil passiert. Ja. Also es ist also diese kognitive Dissonanz ist einfach so spannend und es wird einem dann auch nochmal bewusst, wenn man mit Betroffenen spricht, die dann sagen, ja, was macht ihr da? Ja, was macht die Politik? Und warum steht ihr da?
hinter, ja, oder pinnt euch das dementsprechende Fähnchen ins Facebook-Profil. Ne? Vielleicht auch noch mal kurz ein Gedanke dazu. Zum einen, wir haben es hier mit Südafrika zu tun. Südafrika ist Teil der BRICS, wenn ich mich nicht täusche, weil man muss ja auch immer fragen, welches Land hat jetzt die Eier, hier irgendwie Israel ans Bein zu pissen? Warum bin ich denn so vulgär? Meine Güte, Aaron, Bist halt hier im dich mal ein bisschen Homeoffice, weil zurück. es hier erlaubt Okay. ist. Acht mal ein bisschen auf deine Wortwahl, aber okay. Contenance. Das andere ist natürlich, ich glaube, das ist ja eh mittlerweile hinlänglich bekannt, so Den Haag und der Internationale Strafgerichtshof gilt ja auch als zahnloser Tiger letztlich, oder? Also da hätte jeder US-Präsident der letzten Dekaden eigentlich dann verurteilt werden müssen und so weiter. Das ist alles bekannt. Ich glaube, gegen Putin gab es doch auch im Laufe der letzten 2 Jahre mehrere Stimmen oder wurde er nicht auch angeklagt wegen Völkermordes? Ich kann es mir zumindest vorstellen. Ich glaube, das sind dann so, ehrlich gesagt, so Schlagzeilen, die wieder verebben, weil ich weiß dann immer gar nicht, ob über die letztliche Abstimmung, also hier geht es ja noch nicht um die Abstimmung, hier geht es darum, dass Südafrika anklagt. Aber nochmal, das war ein Was da jetzt Unterschied. rauskommt, ob das überhaupt noch berichtet wird. Ja, sorry. Weil du gesagt hast, Putin wurde angeklagt. Da war eben die Anklage beim ICC, beim International Criminal Court, International Criminal Court, der Internationale Strafgerichtshof. Hier habe ich jetzt auch erst gecheckt, sprechen wir vom Internationalen Gerichtshof, die diese Dinge Ja. im Allgemeinen besprechen. Da ist ja jetzt noch niemand, also es wurde ein Verfahren eingeleitet beim Gerichtshof und jetzt muss bestimmt werden, ob das eben zulässig ist oder nicht, wie sich Israel da verhält. Ich meine, das ist nicht zulässig. Jeder, der eins und eins zusammenzählen kann und der einfach nur ein paar Bilder von da unten sieht, weiß, dass das mit nichts gerechtfertigt sein kann. Gleichzeitig ist aber auch logisch, dass von Seiten der israelischen Regierung das nicht unbeantwortet werden kann, was da passiert. Letztendlich, und das ist jetzt gerade so mein Gedanke für den Verlauf des Jahr 24, sehen wir hier die Ouvertüre dieser ganzen Endzeitpropaganda. Weil du siehst ja, was jetzt sich im Nachhinein schon so drumherum passiert ist. Ja, die Houthis haben angefangen, die israelischen und damit auch westlichen Schiffe im Roten Meer anzugreifen, als Reaktion auf das Massaker im Gazastreifen. Daraufhin hat jetzt Amerika angefangen, die Houthi-Rebellen anzugreifen. Jetzt kommt der Iran und Syrien jetzt schon um die Ecke. Also ich weiß nicht, was bis Samstagabend alles noch passieren wird oder so. Ich habe gestern Nacht schon was gelesen von einer Rakete, die ein amerikanisches Schiff getroffen hat. Habe ich bis jetzt nicht weiter bestätigt bekommen, aber die Eskalationsmöglichkeiten sind jetzt natürlich extrem groß. Und ich weiß, dass es Kräfte gibt, die seit vielen, vielen Jahren, wenn nicht Äonen, auf solche gewisse biblischen Prozesse hinarbeiten. Also, dass in der Bibel hier keine historische Geschichte erzählt wird, sondern eine Handlungsanweisung für das, was jetzt kommen möge. Nämlich der Brand, der Holocaust, jetzt in diesem Jahr in Israel und so weiter. Also, ich will es jetzt, Dazu will es nicht. verweist auf 2 Folgen mit Wolfgang Eggert, die Frank Genau, wir haben geführt hat, ja, und natürlich an der Stelle. wir haben da auch, also ich halte es mal hier, das Buch ist schon 20 Jahre alt und nimmt das alles hinweg, was für konservativ, religiös motivierte Kräfte da am Wirken sind, die international vernetzt sind und solche Maßnahmen auch umsetzen können. Ja? Ich will jetzt nicht den Teufel direkt an die Wand malen, aber ich sehe das wirklich von dem großen Bild her, dass wir hier die Ouvertüre sehen für ein interessantes Frühjahr, sagen wir es mal so neutral, ja. Es ist halt immer die Frage, wie weit sind die in der Lage, ihre Karten auszuspielen, dass es diese Kräfte gibt, dass es diese Netzwerke gibt, diese messianischen Endzeitsekten gibt und so. Das ist bekannt. Für mich ist im Prinzip diese Welt, wie so, jetzt mal ganz vereinfacht als Metapher runtergebrochen, wie so ein Risikospiel. Ja? Es gibt verschiedene Spieler, die ziehen am Anfang ihre Missionskarte. Das Ziel, ihr Endziel sozusagen, was sie irgendwie umsetzen müssen, und demnach handeln die dann. Und da passiert natürlich sehr viel im Verborgenen, im Okkulten. Und wenn man das aber quasi so als Grundidee, als Grundstruktur zugrunde legt, dann weißt du, dass es eben sehr, sehr viele verschiedene Kräfte gibt, die ja sich auch gegenseitig behindern bei dem, was die wollen. Das, was du gerade beschrieben hast oder worüber Wolfgang Eggert in diesem Buch da geschrieben hat, das ist im Prinzip die Agenda von ein paar wenigen Leuten. Ja. Die Frage ist, wie viel Macht haben die? Wie viele Möglichkeiten haben die, ihre Agenda umzusetzen? Und das erkenne ich aber tausendfach. Weißt du, wie viele Grüppchen gibt es mit einer Agenda und viel zu viel Macht? Ja. Deswegen
Obwohl das zwar extrem besorgniserregend ist, würde ich jetzt nicht unbedingt den Fokus nur auf diese eine Gruppierung legen, obwohl die extrem besorgniserregend ist, keine Frage. Also was weltpolitisch gerade geschieht, was ja auch medial auf der Agenda steht, das geht schon in die Richtung. Ja. Mir Aber macht es eher Hoffnung. Mir macht es Hoffnung, dass es nicht nur eine mächtige Gruppe gibt, sondern die wenigstens untereinander auch eine Konkurrenz das wollte ich zueinander sagen, haben. da gibt es mit Und Sicherheit auch die Konkurrenzgruppen und das, was am Ende das Licht bringt, ja, liegt lange im Dunkeln, im Verborgenen. Ja. Aber so ist es ja im Prinzip bei denen auch beschrieben. Ja, die stehen ja in ihrer eigenen Geschichte am Ende gar nicht als Gewinner da, sondern im Prinzip nur als Werkzeug Gottes, was sozusagen die Prophetie in die Tat umsetzt, ja, und sich selber dabei opfert. Und das ist ja irgendwie schon, naja. Aber das ist doch schon mehrfach passiert. Wie viele Ja, Pogrome gab es aber denn eigentlich es muss schon? nicht zwangsläufig wieder so kommen, weißt Ja, du, weil halt klar, auch ich viel hoffe nicht. Bewusstsein da ist, weil alleine schon, weil wir drüber reden, weil es ein Internet gibt, wo du das vorher nachlesen kannst, und alleine das macht es schon unwahrscheinlicher. Ne? Also ich bin da auch eher optimistisch und ich habe in den letzten 18 Jahren schon so oft gehört, wie oft die Welt untergehen sollte. Ein Dutzend Daten wurden dafür auch schon genannt. Irgendwie ist es trotzdem immer so weitergegangen, obwohl man schon den Eindruck gewinnen könnte, okay, es wird immer schlimmer, immer radikaler, immer mehr Kriege. Rein faktisch und zahlentechnisch ist es das Gegenteil der Fall. Ja. Es gibt immer weniger Hunger, immer weniger Kriege. Und das kommt uns absurd vor, weil nämlich die mediale Berichterstattung über jeden Furz und jeden Pups in der Welt so unfassbar zugenommen hat, erweckt das in uns den Eindruck, dass es mehr wird. Ja. De facto wird es an vielen Stellen tatsächlich besser. Wir erfinden nur die ganze Zeit neue Probleme, die wir dann neu bekämpfen müssen. Ja, jetzt ist halt CO2 das Problem oder die AfD und so weiter und so fort, damit halt dieses Teile- und Herrschespiel, weil es auch ein Machtinstrument ist, weitergehen kann. Ja. Aber ich bin trotzdem optimistisch. Die Welt ist in Ordnung. Ja, wir sind gar nicht am Arsch. Nur in unseren Köpfen herrscht diese Weltuntergangspanik. Bei einer Oder? kleinen Wie siehst du Gruppe das, bin ich Thomas? Du hast dabei. jetzt lange nichts gesagt. Sorry, wir Nee, nee, verquatschen nee, uns nee, hier. nee, also da stimme ich dir vollkommen zu. Und es gibt dann eben auch noch ein Element des Zufalls, das auch, glaube ich, eine Binse ist, dass zwar viel, viel geplant werden kann, viele verschiedene Bestrebungen durchaus auch machtpolitisch vorherrschen, aber dann doch immer auch noch der Zufall dabei ist. Oder dass irgendein so kleines Event doch ganz viel drehen kann. Ja, das haben wir auch in der Vergangenheit erlebt, in der Geschichte, dass einfach auch nur so ganz kleine Schräubchen ganz viel in eine ganz andere Richtung drehen. Also insofern, wie gesagt, schließe ich mich deinem Optimismus, und auch wenn es Zweckoptimismus sein mag, schließe ich mich total gern an. Das ist ein geiles Beispiel. Da gibt es eine Geschichte, ich weiß nicht mal genau in welchem Kontext das war, aber ein Reiterbote hat eine Satteltasche verloren und da waren irgendwelche Kriegspläne drin. Und weil die vorher bekannt wurden, konnte dann der betreffende Staat dagegen Maßnahmen ergreifen. Oder zum Beispiel Hunter Bidens Laptop ist auch so eine Sache, weißt du, was durch diese Dummheit, diesen Laptop zu vergessen, was sich da dann an politischen Aktionen ergeben hat, das sind Kleinigkeiten, die im großen Getriebe dann doch irgendwie Sand darstellen, der das plötzlich zum Stocken bringt, ja. Also natürlich, wenn wir alleine schon drüber reden, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht mehr so passiert. Um 0,00002% vielleicht, ja. Aber ich bin wie du auch, Thomas, eher ein positiver Mensch und hoffe, dass das zum Positiven alles geht, ja. Da muss ich schon auch jetzt, ich will keine Panik schieben, das heißt. Da will ich auch mal einstreuen, ist hier im Homeoffice auch schon öfter gefallen. Hans Röslig, Factfulness heißt das Buch und der Untertitel ist, warum die Welt besser ist, als wir denken. Kennst du das auch, Thomas? Das sind Statistiken, ja, Lebenserwartung, Alphabetisierungsrate, die Gesundheit von Zahnhygiene auf der Welt. Wirklich, es gibt, also das ganze Buch handelt nur davon, dass eigentlich die wichtigsten Statistiken werden über die letzten Jahrzehnte alle durch die Bank besser. Und dazu gehört überraschenderweise auch, wie viele Menschen auf der Welt durch Kriege sterben. Immer noch, auch im Jahr 2022, 23, es sterben verhältnismäßig zur Bevölkerungsanzahl, weil wir ja alle mehr werden. Wir waren 6, wir waren 7, jetzt sind Der wir 8 Milliarden, wir prozentuale gehen ganz auf Anteil die 9 zu. Der wird kleiner. prozentuale Anteil runtergerechnet wird jedes Jahr weniger. Das ist Ja, aber durch extrem die flauschig. Bevölkerungsexplosion wird es in der Summe womöglich sogar trotzdem mehr.
Weißt du, also mehr jetzt nicht Ja, als im Zweiten Weltkrieg also nicht, aber in wenn die das global Zukunft jetzt alles wieder. zusammenfällt. Ja. Er schreibt zum Beispiel, hier unten da war eine kurze Rezension zu dem Buch. Der Gesundheitsexperte Hans Rosling hat in seinem Buch Factfulness gezeigt, dass der Großteil der Menschen die Welt falsch sieht und warum wir in dieser Hinsicht dümmer als Schimpansen sind. Das fand ich auch geil. Ja. Und wenn man Leute direkt wieder abschrecken will, ich glaube, im Klappentext wird das Buch empfohlen von Barack Obama und Bill Gates. Ja, Da ja, habe ich dann, ja. als ich habe das Buch geschenkt bekommen und habe so gesagt, Bill Gates, come on. Aber dann meinte, mein Onkel hat mir das Buch geschenkt, der meinte so, naja, aber nur weil Bill Gates das Buch empfiehlt, muss es auch nicht. Schau doch mal rein, Aaron. Guckst, Da lies hat er es doch recht, mal. deswegen muss es nicht zwangsläufig Es schlecht muss sein. nicht. Ja. Ja, also ja, aber grundsätzlich, ich glaube, diese positive Einstellung ist wahnsinnig wichtig. Und wir haben gerade in unserem Verlag ein Buch rausgebracht von dem Herausgeber von Roland Ropers. Der hat ein Gespräch von dem Quantenphysiker Hans-Peter Dürr mit dem Raimund Panikkar verschriftlicht. Der Raimund Panikkar ist ein spanisch-indischer Universalgelehrter und Philosoph. Und sie reden einfach über Naturwissenschaft und Spiritualität. Und das Schöne ist dann, dass wirklich eben dann auch der Hans-Peter Dürr, der ja wirklich eine der Kapazitäten im Bereich der Quantenphysik war, dann auch zu dem Schluss gekommen ist, Liebe ist der Urquell des Kosmos. Und das, was wir denken, was wir tun, fühlen, das hat einfach eine unmittelbare Auswirkungen. Ich meine, das ist auch klar und das besprecht ihr auch oft in euren Sendungen, aber ich finde es so schön, oder diesen Gedanken einfach wirklich hochzuhalten, auch wenn es, glaube ich, vielen von uns manchmal auch sehr schwer fällt. Ja, ich glaube, ich meine, man muss ja auch in gewisser Weise komplett bescheuert sein, wenn man solche Projekte macht wie wir. Aber dann ist dann, glaube ich, oder ich bin überzeugt davon, dass, wenn es ehrlich gemeint ist, dann wirklich, glaube ich, dieser Gedanke oder dieser Nukleus des Positiven einfach dann vorherrscht, weil sonst gäbe es das nicht. Thomas, eine der ersten Begegnungen mit dem Herrn Höfer war ein Termin auf Dreh mit Hans-Peter Dürr 2011 hier im Cool. Max-Planck-Institut. Ich saß da hinter der Kamera oder halt irgendwo mit dabei und Frank hat gefilmt und wir waren danach auch noch essen. Ich erinnere mich noch und das hat auch, glaube ich, beim Herrn Höfer einen bleibenden Eindruck hinterlassen, dieses Gespräch damals. Ja, das ist immer wieder, das ist mit in der DNA von Nuviso drin, der Hans-Peter Na Dürr. cool. Ja, das hat Ja, super. tatsächlich etwas geprägt. Das ist was für ein Mensch, ja. Beschäftigt sich, er war ja Doktorschüler, glaube ich, bei Heisenberg und Edward Teller und so weiter. Und da hat sich nun wirklich sein ganzes Leben lang intensivst mit dem, was die Welt im Innersten zusammenhält, beschäftigt und kommt am Ende, genau wie sein Doktorvater Heisenberg, irgendwie zu dem Schluss, am Ende erkennst du Gott, ja, was du nicht definieren kannst, ja. Und landest dann eben bei der Liebe. Und was er meint mit, es kann die Welt so oder so verändern. Also klar, du hast ja in jedem einzelnen Moment die freie Entscheidung, rastest du jetzt aus, ja, oder sagst du irgendjemandem Danke. Ja? Alleine nur dieser Unterschied, was deine freie Entscheidung ist, verändert alles in der gesamten Zukunft der Menschheit. Weil nur dieser Impuls, ob du jetzt einen negativen oder einen positiven Impuls, ob du jetzt Hass oder Liebe aussendest, in diesem einen Moment, hat so einen großen Impact auf die Zukunft der gesamten Menschheit. Darüber muss man sich einfach nur mal Gedanken machen. Klingt jetzt esoterisch, aber es ist so. Ja, würde mir hier der Professor Hans Rosling bestimmt recht geben, rein mathematisch gesehen. Ja. Impuls ist alles. Und wenn alle einfach mal gleichzeitig einen positiven Impuls auslösen würden, ja, dann würde so eine Kettenreaktion in Gang treten, dass das extrem positive Effekte hätte. Ja, Man Bewusstsein, das muss auch Bewusstsein dazu ist. sagen, der einzige Grund, warum wir immer dazu sagen müssen, wie du jetzt auch gerade, ich kenne das ja auch, ja, ich weiß, das klingt jetzt esoterisch, sagt man ja schnell, ne? Der einzige Grund dafür ist, dass wir in einem extrem reduktiv materialistischen Weltbild leben und da reingeboren wurden. Auch unsere ganze Kultur ist technologisiert, verkopft und sieht eigentlich die Materie in erster Linie und nicht das Feinstoffliche. Und deswegen, wenn du nur in Gesprächsthemen so leicht in die Richtung gehst, dann musst du ja schon direkt sagen, hey, ich bin nicht ausgebrochen aus der Klapse. Alles cool bei mir. Ihr könnt mich weiterhin als Gesprächspartner ernst nehmen, weil weißt du, was ich, dieses, ja, hier, ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen esoterisch, aber eigentlich musst du das in unserer Runde gar nicht sagen und beim Nuviso-Publikum auch nicht. Und trotzdem hat man diesen Reflex.
Ja, weiß ich nicht. Also viele tun sich da schon mit so schwer mit so Aussagen. Aber nur mal ein Beispiel. Es gibt da wissenschaftliche Studien dazu zu Wahrnehmung, wo im Prinzip festgestellt wurde, wie reagierst du eigentlich auf das, was außen kommt? Ja, wo kommt das bei dir eigentlich rein? Wie verarbeitest du das und so weiter? Und mehr oder weniger kann man da als Fazit sagen, das, was als Impuls reinkommt, in welcher Form von Schwingung auch immer, ja, ob Gesagtes, Gehörtes, Gerochenes, wie auch immer, dein Herz reagiert zuerst drauf, deine Herzenergie, und sendet dann den Impuls ans Gehirn zur Informationsverarbeitung. Aber dein Herz reagiert zuerst und nicht dein Verstand. Und das ist doch sehr, sehr interessant, weil wir sind Herzmenschen, ja. Und der permanente Kampf zwischen dem, was unser Herz uns sagt und das, was unser Verstand uns sagt, das wirft uns permanent in dieses Dilemma. Und ja, es klingt leider esoterisch in den Ohren sehr vieler Menschen, wenn du sowas sagst, weil das eben dieses Framing ist von den Verstands- und Kopf- und Materialisten, von den Verstands- und Kopfmenschen, die halt nur materialistisch sind, die sagen, das ist alles Blödsinn. Weil wenn du nämlich diese Verstandsebene verlässt, da passiert halt sehr viel Unsicherheit. Ja? Wenn du jetzt jeden Menschen zum Herzmenschen ausbildest und sagst, folg deiner eigenen Energie, was passiert dann hier auf diesem Planeten nur? Weißt du, das haben wir überhaupt nicht mehr unter Kontrolle, so wie jetzt, wo alles schön in Staaten, Grenzen, Regeln, Gesetze und so weiter, das kannst du irgendwie kontrollieren. Was passiert, wenn du 8 Milliarden Individualisten hast, wo du jedem sagst, hör mal auf dein Herz. Was passiert Da dann? sind wir eigentlich auch wieder, da sind wir wieder beim Thema, welche Schulfächer es bräuchte. Ich meine, ich glaube, das einzige Fach, an was ich mich erinnern konnte, wo du ein bisschen mal freigeistig denken konntest, war vielleicht noch sowas wie Ethikunterricht, das hatte ich, oder vielleicht manchmal im Deutschunterricht. Aber eigentlich krass, ja, wir haben kein Fach, wo man mal so holistisch denken lernt oder vielleicht so eine Vereinigung von Körper und Geist. Das hast du ja im Sportunterricht auch nicht. Du machst ja im Sportunterricht nicht mal Yoga. Ich meine, eine Stunde von 13 Schuljahren, so, weißt du? Selbst der Oder Sportunterricht ist total materialistisch gedacht. Ja. Böckerball genau, und ist ja abschießen. auch so geil, wenn du halt einfach musikalisch begabt bist, aber nicht rennen kannst, dann heißt es halt so, ja, Cooper-Test 6, bist eine Niete. Und du denkst so, das ist so wie, gibt es nicht den Einstein-Spruch, alle haben ein Talent, aber wenn du einen Fisch daran misst, wie gut er Fahrrad fahren kann oder sowas, dann wird er sein Leben lang denken, er ist ein Idiot. So, ja, okay. Besser kann man es nicht formulieren. Das ist das Problem, was schon die Misere vom ganzen Schulsystem zusammenbricht. Es wird halt immer der Fokus auf die Schwächen gelegt, was absoluter Quatsch ist. Legt den Fokus auf die Stärken. Ja. Das ist ein geiler Spruch, Aaron. Was ich jetzt heute schon alles aufgeschnappt habe, echt. Aber ich möchte mal ein Thema reinschmeißen, was ich in den letzten Tagen, es geht um KI, was mich in den letzten Tagen auch immer wieder mal so mit verschiedenen Beispielen erreicht hat. Also ich glaube ja wirklich, dass das eine Entwicklung ist, die wird um ein Vielfaches schneller gehen wie das Internet und unsere Welt aber nochmal um ein Vielfaches mehr verändern, wie das Internet das schon hat. Da können wir uns jetzt noch gar nichts richtig vorstellen, aber es gibt Beispiele für diese KI, die mittlerweile so extrem gut ist. Ich möchte euch mal ein Video zeigen. Das wird die männlichen Zuschauer von uns freuen. Es geht nämlich um ein Ah, Model. die Emily Pellegrini. Ah, du bist auch Abonnent von ihr, ja, so. Das ist Emily Pellegrini, die ist vor ein paar Monaten aufgetaucht. Hat jetzt nach 4 Monaten 137.000 Abonnenten und das Entscheidende ist einfach, die komplette Erscheinung, alles, was ihr da seht, ist KI. Also ich weiß nicht, ob das eine Frau ist, die dann oben einen KI-Kopf drauf hat, sondern das komplette Wesen, das hier ist KI, ja? Ultra hübsche Frau. Also das Geheimnis von Emily Pellegrini ist, sie existiert nicht. Ja. Könnte man auch sagen. Ja. Ist unfassbar, wenn ihr Krass. euch die einzelnen Gesichter, weißt du, ich sehe keinen einzigen Hinweis darauf, na, da könnte man vielleicht sagen, ein bisschen hier die Unschärfe oder so. Also das, sorry, da ist meine Wahrnehmung anders. Die Reize, die sind natürlich alle da. Als Mann spricht mich das an, aber ich erkenne auf die erste Sekunde, dass das KI ist. Wo Also denn? ich gucke halt in die Wo Augen denn? und da erkennt man es halt sofort. Hä? Ja, guck mal in die Augen, Robert. Ja, Weil die so ja. comichaft Also sind, oder? in den Bewegtmodus der Augen. Die Bewegungen sind total unnatürlich. Die Augen sind total, gerade jetzt hier siehst du es, die Augen Das sind wie da. aus einem Anime-Film. Ja. Also.
Also, ich weiß ja nicht, wo du zuerst hingeguckt hast, aber in den Augen erkennt man es sofort. Da gucke ich ins Gesicht. Später im Video gucke ich natürlich dann auch auf die Träger. Klar. Aber Aber das ist generell eine also, es ist Entwicklung verdammt Robros gut ist. gemacht, gar Ja, keine es Frage. Aber ist. noch erkennt man es, finde ich. Aber es wird natürlich auch besser. Ich denke, das wird nicht lange dauern, bis du hier wirklich keinen Unterschied mehr erkennst. Es geht nämlich Und auch das in ist die schon verdammt Richtung, nah dran. dass jeder jetzt mittlerweile diese Fake-Bilder machen kann. Man muss da gar nicht so talentiert sein wie Snicklink, der da mit seinen Memes da die besten Kunstwerke bringt, sondern ich habe gestern bei irgendeinem Artikel als Beispielfoto ein Bild gesehen, wo Netanyahu von Sicherheitsbeamten vor dem Internationalen Gerichtshof gerade in Handschellen vorgeführt wird, aus einem Gefängniswagen raus, aus einem, also und man hat gesehen, es ist KI, weil wir als Medienmenschen damit auch besser umgehen können, aber es gibt viele Menschen, die können nicht mal erkennen, dass GZSZ Schauspieler, wenn sie die auf der Straße treffen, dass das nur Schauspieler sind. Also, das geht vielen Schauspielern so, die den Bösewicht spielen in so einer Serie, dass die jahrelang bespuckt werden auf der Straße, weil die Menschen nicht abstrahieren können zwischen Realität und Wirklichkeit. Und das ist jetzt nur ein billiges Beispiel, weil halt Leute da, aber jetzt bei so KI-Geschichten wird es immer schwieriger, das zu erkennen. Und wir kommen an einen Punkt, an so einen Kipppunkt, wo du eine Tagesschau-Sendung produzieren kannst, ohne einen einzigen Menschen, sondern alles nur noch am Computer. Und auch selbst geschulte Medienkonsumenten wie du oder Produzenten wie du, Frank, die kleinsten Feinheiten sehen, dass das spätestens in 1, 2, 3 Jahren, dass da alles möglich ist mittlerweile. Was das für Hollywood natürlich bedeutet, ist jetzt was ganz anderes, wenn dann Marilyn Monroe mit Elvis und James Dean zusammen in den Sonnenuntergang reitet oder so. Ja, und wir können nicht den Unterschied erkennen, ob das jetzt echt ist oder nicht. Aber nur weil wir wissen, dass die nicht mehr existieren, können wir es sagen. Ja. Ach, und deine Überleitung. Drei Mikrogedanken. Erstens mal, KI-Influencer wie jetzt Emily Pellegrini sind schon sozusagen gang und gäbe. Modelabels greifen inzwischen viel auf KI-Models zurück, weil die sparen sich den kompletten Fotoshoot. Und wenn du jetzt als Gucci Giorgio Armani einfach nur hier dein T-Shirt präsentieren willst, dann du sparst dir Fotograf einen ganzen Tag Bezahlung, Model. Und wenn es keiner sieht, ja, dann ist ja eh scheißegal, Ja, oder? das Model wird Man auch sieht es nicht ja nicht mehr, älter, ich die sehe es kannst schon du nicht für mehr. ewig buchen. Genau. Und letzter Gedanke, ich weiß, kennt ihr den Comedian George Carlin, den amerikanischen Legende, Urvater amerikanischer Comedy? Ich habe heute entdeckt, und das ist, da merkst du, immer mal wieder macht so einen Sprung, wo du denkst, okay, jetzt ist wieder irgendwas krasser geworden, so. Ein komplettes 2-Stunden-Stand-up von George Carlin aus dem Jahr 2024. Und es heißt, I'm glad I'm dead. Das hat er nie gesprochen. Das geht 2 Stunden mit Publikum und George Carlin auf der Bühne. Aktuellstes Programm, er tourt gerade mit I'm glad I'm dead. Nur George Carlin gibt es nicht mehr. Und Das wer hat heißt, den Text geschrieben? wir werden bald erleben, dass Heinz Erhardt und Loriot wieder auf der Bühne auftreten und mit aktuellen Sketchen kommen, die sich auf das Jahr 2024 und Israel und KI und weiß ich nicht was beziehen. Ja, genau. Holy shit, oder? Ja, ist mir wieder so klar geworden, okay, es hört eigentlich erst da auf, wo deine Fantasie aufhört, was mit KI in Zukunft passieren wird. Und ja. Okay, ich habe es gerade gefunden. Why the new George Carlin AI-generated special is causing so much controversy. Also warum dieses neue KI-generierte Spezial so viel, was heißt controversy auf Deutsch? So viel Kontroverse. 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 Ich habe ein deutsches Wort gesucht, kein lateinisches. Also hier. Erbsen Ach so. zählen. Was ist ein anderes Wort für Kontroverse? Gibt's nicht, gell? Aufruhr. Aufruhr, genau, das habe ich gesucht. Okay, und da ist auch der Link dazu, oder? Kann man das sehen auf YouTube? Gibt es das oder ist das? Genau, und was ich muss auch dazu sagen, es ist eine geniale Idee. Man muss ja auch immer wieder sagen, AI spielt ja immer mit der menschlichen Kreativität zusammen. Es gibt ja auch die Person, die sich gedacht hat, ey, ich mache ein 1,5 Stunden Special von George Carlin aus dem Jahr 2024. Und das ist wieder so, hey, warte mal, aber wie geil ist der Gedanke? Weil da muss er erstmal drauf kommen, ne? Aha. So, habe ich mir dann auch wieder gedacht. Aber die Kunst ist ja dann aber auch, das so hinzukriegen, dass es das Genie und das komödiantische Talent von George Carlin widerspiegelt.
Das ist, deswegen ist Snickers für Linkshänder auch so erfolgreich, weil der da einfach so kreativ ist in seinen Impulsen. Und ich weiß nicht, ob ihr das Lied der Normies schon gehört habt. So der Vater Abraham, das Lied der Schlümpfe, la 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 la. Und das dann eben umgemünzt auf sagt mal, wo kommt ihr denn her? Und dann kommen lauter Mainstream-Floskeln und das Lied ist so genial. Wenn du diesen Impuls halt als Künstler und als genialer Komiker nicht hast, dann kannst du da auch mit KI nichts machen. Also wenn das gut gemacht ist, dann sage ich, lache ich auch gerne über die KI-Version von George Carlin. Weil wenn die Botschaft rüberkommt, dann ist es mir jetzt nicht per se egal, ob der noch lebt oder nicht. Aber wenn die Botschaft rüberkommt, dann ist es geil. Ja, dann ist es wirklich gut gemacht. Mich würde interessieren, wer das gemacht hat, weil das muss ja dann schon Es geht halt auch geil los. Ich hab auch die ersten 3 Minuten vorhin gehört. Also das ist wirklich, das ist ein 90-Minuten-Stand-Up-Programm. Man denkt auch währenddessen so ein bisschen, wie abgefahren ist die Realität eigentlich gerade, dass ich George Carlin anhöre im Jahr 2024. Auf jeden Fall, der Anfangsgag ist zum Beispiel so, hey Leute, und alle klatschen und begrüßen ihn und so Standing Ovation, George Carlin auf der Bühne. Und er sagt, sorry, dass ich so lange weg war und mich so lange nicht gemeldet habe. Das Ding ist bloß, ich war tot. So geht's halt los. Und alle, ja, der Hammer. I'm glad I'm dead. Yeah, a full special. Ja, yeah, ich hab's gefunden. Und der gefunden. Typ heißt Dudezy, der die Videos macht. Ja. Dudezy, okay. Unfassbar. Ich glaube, also um auf das Thema nochmal zu kommen, ich glaube, dass wir da eine Revolution sehen in den Medien, aber auch in der Berichterstattung an sich. Weil wenn du sagst, ja, Modelabel ist ein logischer Schritt, kein Model, kein Flug, kein Hotel, kein Fotograf, kein gar nichts, sondern du hast Leute, die am Computer sitzen und das dann rausspucken und dann in die, in die Marketingabteilung geben, das ganze Produkt, was sie da gemacht haben. Klar, wird die Pornoindustrie wird's auch ganz schön durcheinander wirbeln, ja, weil da kannst du dann auch alles generieren. Das fängt ja jetzt schon an, könnt ihr gerne recherchieren mal so, ja. Und also ich weiß nicht, ob ich mich freue drüber, über diese KI-Geschichte, oder ob mich das wirklich so in Richtung Skynet zurücklässt von dem Gedanken, dass dann der Computer irgendwann anfängt, so nachzudenken. Es gibt eine neue Serie, die heißt Die Klasse von 09, von 2009. Da geht es um eine FBI-Klasse, die da eben eingeschult wird und dann in verschiedenen Zeitepochen von 2009, dann 2023 und 2034, wie ein KI-Tool eingeführt wird und wie sich das dann gegen die Menschen selber richtet und wie dann die Gesellschaft mit dieser KI in der Strafverfolgung umgeht. Es geht dann ein bisschen so in Minority Report. Ich will nicht zu viel spoilern, aber die KI sagt, aufgrund von dem und dem Posting und dem Handeln können wir davon ausgehen, dass der Mensch das Verbrechen machen wird, deswegen verhaften wir ihn jetzt gleich. So. Also ist gut gemacht, also so optisch gut gemacht auch, obwohl da super viel Virtual Signaling drin ist, sehr viel, du weißt schon, das ist von Disney, die sind ja super woke, da bin ich echt irgendwie, übrigens ein Gedanke, den für alle diejenigen, die die Serie dann angucken werden, es gibt doch bei diesen EDI, Equality, Diversity, Inclusion Act, da gibt es doch so, du musst mindestens so und so viele Schwule drin haben, so und so viele Behinderte, so und so viele Dicke, so und so viel, weißt du, Diversity eben oder so. Und die haben da eine Schauspielerin genommen, eine dunkelhäutige Schauspielerin, die hat einen Geburtsfehler, der ihre Finger sind nicht ganz entwickelt. Es fällt fast gar nicht auf, es ist in einer Szene zu sehen und dann ist mir aufgefallen, dass die, wenn diese Frau dann gefilmt wird, genau vor ihren Händen, dass sie entweder die Hände so platziert oder wenn nicht möglich, dass man dann da Gläser davor gestellt hat oder irgendetwas, dass man das dann doch nicht sieht. Da habe ich mir dann auch gedacht so, Moment mal, das ist komisch. Es fällt jetzt richtig auf in dieser Szene, dass man nicht möchte, dass ihre Hände, die nicht normal sind in dem Sinn, dass man die nicht in dem Bild sieht, weil das dann plötzlich die Aufmerksamkeit komplett auf die Hände zieht, ja, weil das irgendwie ungewöhnlich ist, dass das. Wo ich mir auch gedacht habe, hallo, wenn ihr das wollt, dann zeigt es doch auch und nicht halb einfach nur, weil dann nicht die Hände verstecken, weil sie nicht der Norm entsprechen, sondern dann bitte im Bild lassen auch, ja. Und natürlich schwul, lesbisch, es muss alles drin sein und Rassismus, Antirassismus und so weiter und so fort. Aber die Serie ist an sich per se gut gemacht, weil es das Thema gut aufgreift. Dieses Thema, das uns, und jetzt mache ich einen Punkt, lange Rede, kurzer Sinn, aber muss ja auch irgendwie Minuten machen hier. Wie wird es uns verändern? Wie wird es uns verändern in der Zukunft?
Ich habe dir einen Link geschickt, um genau diese Frage zu beantworten, Robert. Ist ein kurzes Video, was im Prinzip möglich ist, denn der erste komplett Ja. künstliche intelligenzgenerierte Nachrichtensendung, wo alle Texte, jede Nachricht und alle Moderatoren, das komplette Studio-Setting und sogar die Schalten komplett künstliche Intelligenz und Deepfakes sind. Und das ist schon sehr, sehr beachtlich. In der ersten Sendung haben uns die Deepfake-Moderatoren auch erklärt, wer sie sind, dass sie alle verschiedenen Sprachen, also sie sprechen alle Sprachen. Still, Ja, sie through sind it immer top all. informiert, die lispeln und verhaspeln sich auch nicht, ja, und sind ganz besonders stolz auf ihre selbstgeschriebenen Texte. Krass, es geht gleich 22 Minuten, also das ist wirklich eine komplett, also Was? hat es den Anspruch, News zu bringen? Ja, Wirklich? wir können ja mal reinhören, Robert, wenn du mal Ton anmachst. Also Also das die ist alles Frau gibt es jetzt auch nicht, die wir KI-Moderatoren. gerade gesehen haben. Boah, Ja. krass. Aber das sind doch Einspieler jetzt, was man da sieht. Die drei sind nicht echt. Ja, aber die Bilder im Hintergrund, die Demonstrationen, ja, das ist natürlich, das sind schon. Nachrichten. Also die haben auch den Anspruch, echte Nachrichten zu präsentieren. And I can speak in any language. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή μιλάω στα ελληνικά. Έχουν πει να πάνε ότι μου έχουν μουλάσα με ενήλα, μαρούν έχουν μαξαλιτά να so krass. φιλικίνο. எனக்கும் τμιλ πேச தெரியும் என்று நீங்கள் யூகித்திருக்க மாட்டீர்கள் Channel என்று One நான் ist நம்புகிறேன். das. In fact, you Sie can spricht see our Tamil. foreign Wer kann nicht accents on Tamil our von website. euch? Ja. Ich weiß gar nicht, wo man das spricht. Also das sind die sympathischen Moderatoren von Channel One, alle nicht echt. Nee, das sind die Korrespondenten, die von weltweit berichten. Auch schön Diversity drin, ja, ein Inder, eine Afrikanerin, ein Chinese. Also das ist keine Zukunftsmusik, das ist Realität und Das ist jetzt schon die so, überkommt ja. uns jetzt ganz, ganz schnell. Aber hey, wir haben Thomas lange nicht zu Wort kommen lassen. Und Ja. aber du Thomas hast ja ist auch auch noch bei einen der Sendung, längeren ja. Take zu dem Thema, zu dem müssen wir natürlich auch noch kommen. Ja. Genau, vielleicht einfach Ja. mal, Thomas, hast du zu dem ganzen Ding noch irgendwie, ja, wir haben deine Stimme, glaube ich, gar nicht gehört, dann können wir mit meinem Einspieler fast schon rausgehen gleich. Ja. Nee, also ich glaube einfach, es ist wahnsinnig wichtig jetzt, das Thema des Instruments sich wieder vor Augen zu halten. Also ich denke mir immer, wir kommen nicht drum rum, das ist jetzt in der Welt die KI, bloß es ist die Frage, wie unsere Einstellung der KI gegenüber ist. Ja? Ob wir sagen, okay, es ist ein Instrument, das auch nützlich sein kann, ja? Oder lassen wir das Instrument uns instrumentalisieren? Aber ich glaube, das braucht viel, viel Aufklärung, Arbeit und Selbstreflexion. Jetzt passt Genau, dein und jetzt Take kann ich ja perfekt, vielleicht, Aaron. jetzt kann ich ja vielleicht übernehmen. Ich habe natürlich die These, Deepfakes sind was Gutes und KI ist ebenfalls was Gutes und es bringt uns in allererster Linie gesellschaftlich voran. Und ich habe das Ganze auch erklärt und habe mir ja wirklich ein bisschen länger Gedanken dazu gemacht und habe mal die Gedanken in einem kleinen Video festgehalten. Geht auch nicht so lang, sind 8 Minuten, aber es passt ganz gut und Frank meinte schon vor Sendungsbeginn, können wir heute vielleicht mal noch drauf eingehen und drauf reagieren. Haben Deepfakes eigentlich irgendetwas Gutes an sich? Also gibt es irgendwelche Implikationen von KI-generierten Videos, von geklonten, gefälschten Videos, die uns gesamtgesellschaftlich, vielleicht gesellschaftspolitisch irgendwie weiterbringen? Auf diese Fragen möchte ich hier in dem Video mal ausführlicher eingehen. Okay, AI hat uns voll in der Hand. Vor noch nicht mal einem Jahr wurde ChatGPT gelauncht für die breite Masse und mittlerweile haben wir die Technologie voll implementiert in unseren Alltag, haben das voll akzeptiert, haben das voll angenommen. Selbst deine Oma weiß mittlerweile, was ChatGPT ist und was Deepfakes sind. Und John Connor ist übrigens extrem enttäuscht von uns. Unabhängig davon aber, ob uns die Technologie im Alltag jetzt nützt oder schadet, möchte ich hier einfach mal auf die positiven medienphilosophischen Aspekte von Deepfakes eingehen. Ja, ihr habt schon gesehen, im Titel ist von Walter Benjamin die Rede. So who the fuck is that? Ja, wenn ihr auf das Video geklickt habt, dann sagt er euch vielleicht was. Er war ein Philosoph und er hat sich vor allem mit Medienkritik beschäftigt und einer seiner bekanntesten Texte heißt Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Schon mal ein geiler Titel, finde ich, der zum Denken irgendwie anregt. Und ganz im Gegensatz zu den meisten medienkritischen Texten hat Walter Benjamin darin den kulturellen, den technologischen Fortschritt eigentlich begrüßt und gefeiert. Warum? Also wenn wir an bedeutende Kunstwerke denken, so sagt Benjamin, dann erstarren wir in Ehrfurcht.
Das Gemälde zum Beispiel, das versetzt uns in Demut. Und das liegt für ihn daran, dass Kunstwerke so eine gewisse Aura haben. Sie sind erhaben, sie strahlen etwas Heiliges aus. Dieses Heilige kommt aber nicht von ungefähr, sondern es hängt entscheidend mit einem Charakteristikum von Kunstwerken zusammen. Sie sind Originale. Sie sind nicht kopierbar, es gibt sie nur ein einziges Mal. Das ist jetzt aber alles Geschichte, denn die fortschreitende Technologie vom Buchdruck über die Farbkopie bis zum 3D-Drucker ermöglichen es, Schriften, Gemälde oder selbst plastische Kunstwerke perfekt zu kopieren. Es gibt schlicht keinen Unterschied mehr zum Original. Also jetzt, wo die Aura dieses Kunstwerks zum ersten Mal wegfällt, entzaubert das Kunst so ein bisschen. Also zum ersten Mal sorgt es dafür, dass der Betrachter reflektiert und objektiv über Kunstwerke, über Kunst nachdenken kann, ohne von diesen in so eine Art Bann gehalten zu werden. Also stellt euch vor, wenn ein Gemälde plötzlich nicht mehr heilig ist, sondern überall als T-Shirt-Motiv und als Postkarte und als Meme um die Welt fliegt, dann beginnt quasi so eine Meta-Betrachtung dieses Motivs. Das Motiv wird dann selbst zum Gegenstand von Kunst, statt nur Kunst zu sein. Also sagen wir mal, diese Melodie hier von Béla Bartók würdet ihr zum ersten Mal hören und es gäbe keine Möglichkeit zur Audioaufnahme. Die Technologie ist noch nicht erfunden. Dann würden wir wahrscheinlich alle ganz gespannt und erhaben dieser Melodie, dieser Komposition lauschen. In dem Moment aber, wo ihr jetzt die Komposition jederzeit anhören könnt, da beginnt ihr vielleicht eher damit zu spielen. Es entsteht dann sowas Neues, was Größeres, eine Antithese, ein Momentum. Kunst wird selbst reflektiv, wird selbstreferenziell. Man könnte vielleicht auch sagen, Kunst erkennt sich zum ersten Mal selbst im Spiegel. Da erkennt ihr wieder auch die Parallelen von der Bewusstseinsentwicklung, die immer im Individuum und im Kollektiv stattfinden. Der zivilisatorische Fortschritt hat den Menschen also von dieser Vergötterung von Kunst emanzipiert und er kann Kunst fortan dekonstruieren. Man könnte auch sagen, in dem Moment, wo ich was fälschen kann, muss ich genauer hinschauen, richtig? Ich kann plötzlich damit spielen. Ich kann sowohl mitspielen, aber auch das Spiel von außen beobachten. Und das ist, was Deepfakes machen. Sie mahnen uns, unsere Realität, unsere Medien, unsere Politiker nicht einfach im Autopilot zu konsumieren. Viele Menschen sehen ja so ein Politiker-Video oder einen Tagesschau-Beitrag und saugen diese Worte geradezu hypnotisch auf. Deepfakes brechen jetzt diese Hypnose so ein bisschen auf und führen uns vor Augen, dass theoretisch alles, was ich jeden Tag konsumiere, gefälscht sein könnte. Ich werde älter, es wird kälter. Was machen eure Gehälter? Deepfakes schärfen also am Ende unser Bewusstsein. Und deswegen sind Deepfakes ein Fortschritt, weil sie die Mechanismen der Realität aufzeigen und die Realität damit so ein bisschen dekonstruieren. Also weil die Realität jetzt ad absurdum überzeichnet werden kann. Wir beschäftigen uns heute mit der Frage, ob die Jugend in Deutschland noch richtig ficken kann. Und verzerrt und geremixed, so wie Snicky das ja zum Beispiel auch macht, müssen wir uns jetzt mehr mit ihr auseinandersetzen. Wir müssen zwangsmündiger werden. So wie uns Deepfakes ganz konkret zurück zu Selbstverantwortung und Mündigkeit bringen, so verhält es sich auch mit der Technologie künstliche Intelligenz im Allgemeinen. Die industrielle Revolution hat uns ja vereinfacht gesagt ein bisschen die körperliche Arbeit weggenommen. Also die Nähmaschine hat 100 Näher ersetzt und die Eisenbahn 100 Kutscher, der Mähdrescher 100 Bauern und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. Also die Dampfmaschine, sagen wir jetzt einfach mal, hat diese industrielle Revolution in Gang gesetzt und die Menschen konnten sich jetzt zunehmend anderen Arbeiten widmen. Konnten Telekom-Berater werden oder Anwalt oder Designer, was auch immer. Also ich sag mal, Jobs, die eher jetzt den Kopf und den Geist erfordern. Und die KI macht ja jetzt das Gleiche in Grün. Sie ersetzt ja auf eine gewisse Art und Weise den Telekom-Berater. Wie wäre es mit dem Actron AB AWS? Ach nee, das klingt aber jetzt kompliziert. Den Anwalt, den Designer. Und dann kommt ja immer dieses Schlagwort auf, die KI macht alle arbeitslos. Und im Grunde stimmt das bis zu einem gewissen Grad ja auch. Aber da sind wir wieder beim Thema Selbstermächtigung. Und das ist ja eigentlich auch erstmal eine Herausforderung jetzt und eine Aufgabe. Also nach der körperlichen Arbeit fällt jetzt auch die geistige Arbeit zunehmend weg. Und für viele Menschen, gerade die sich durch ihre Arbeit extrem identifiziert haben, denen die Arbeit vielleicht auch eine gewisse Struktur im Leben gegeben hat, entsteht jetzt vielleicht so eine Art Vakuum, was gefüllt werden will. Das stellt uns individuell, aber auch kollektiv vor die Frage, wie wir eigentlich miteinander leben wollen.
Was macht mir wirklich Freude? Wie kann ich etwas Bleibendes von Wert schaffen? Jetzt, wo ich frei bin, wie kann ich der Gemeinschaft etwas zurückgeben? Gibt es vielleicht Menschen, die weniger privilegiert sind als ich? Kann ich denen helfen? Will ich denen helfen? Ich bin also davon überzeugt, dass wir uns aktuell mit diesem Gespenst künstliche Intelligenz in einer sehr interessanten, individuellen wie kollektiven Evolution befinden, die wir absolut annehmen und durchleben und begrüßen sollten. Ja, und neben den ganzen negativen Aspekten, die natürlich mit KI einhergehen und mit jeder neuen Technologie, sind diese Aspekte von Emanzipation und Selbstermächtigung Aspekte, die wir absolut sehen und begrüßen sollten. Ich finde, das Glas ist immer halb voll. Ja, der Walter Benjamin ist der gerne oft zitiert. Ich wollte sagen, der ist ja, auch, also damit kommt man wirklich... Damit kommt man durchs Leben. Also wenn du zitieren kannst aus dem FF, das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, fehlerfrei vorgelesen und aus dem Kopf, dann wissen alle, okay, der macht irgendwas, der hat irgendwie, ich glaube, der hat studiert. Und dann weiß es, okay, das sind die 100 Sätze, mit denen ich durchs Leben komme. Das ist meine Philosophie. Genau. Also den durften wir auch an der Kunstakademie oft genießen, im Fotostudium. Interessant, Was ich ganz spannend finde, tatsächlich dieser Ansatz sozusagen der Entzauberung des Kunstwerks, ja, der ist tatsächlich sehr, 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 sehr stichhaltig. Oder dieses Argument tatsächlich und auch, dass man sozusagen jetzt dem Geschaffenen, was uns sozusagen vorgesetzt wird, quasi den Spiegel vorhalten kann, beziehungsweise sich selber als Betrachter den Spiegel vorhält dabei. Das ist eine ganz, ganz spannende Tatsache, würde ich fast sagen, aber ich habe ein bisschen Angst, weil wir jetzt das ja schon gemerkt haben, jetzt in den Kinderschuhen dieser Möglichkeiten, in denen wir uns ja im Moment befinden, ja, das entwickelt sich ja rasant, ja, überexponentiell, oder ich weiß gar nicht, wie man das noch beschreiben kann, es ist ja nicht mal ein exponentielles Weiterentwickeln der KI, sondern es geht ja noch viel schneller eigentlich, ne? So wie ich das verstehe. Ich habe Angst, dass der Mensch oder viele Menschen, die sich jetzt nicht so tiefgehend mit dieser Entwicklung beschäftigen, dass die wirklich ins Hintertreffen geraten könnten, was sozusagen deren Wahrnehmung auf die Welt angeht, auf Medienproduktion, ja, dass die, ich spüre trotz des ganzen Optimismus auch eine große Skepsis, und zwar, ob der Mensch sozusagen sich so schnell adaptieren kann an diese Entwicklung oder ob es dann wirklich bis zu der Adaption wirklich große Rumpler geben wird, gesellschaftlich. Ja, das vermute ich auch. Vor allen Dingen wird diese Technologie natürlich missbraucht, ist ja klar. Deswegen, aber sie ist jetzt da, die Technologie. Sie ist für den Konsumerbereich auch für jedermann anwendbar. Sie ist auch nicht mehr wegzubekommen. Das heißt, da, wo es ein Problem ist oder zum Problem werden könnte oder schlichtweg ein Problem darstellt, weil es zu manipulativen Zwecken genutzt wird, damit müssen wir halt jetzt lernen, klarzukommen. Es ist halt wieder ein neues Problem. Aber auch das wird sich geben. Ich weiß noch, wo das Medium Film erfunden wurde, ja, und die Leute haben dann den Zug auf sich zukommen sehen im Kino, ja, die sind alle schreiend rausgerannt, weil sie dachten, der Zug kommt gleich durch die Leinwand auf sie zu. Das würde heute nicht mehr passieren. Da passen wir uns, glaube ich, auch an, und ich finde den Ansatz von Aaron extrem interessant, weil das ist natürlich ein Gedanke, der tatsächlich auch stimmt, ja, es schärft das Bewusstsein, es dient dem, insofern vielleicht sogar dem Bewusstseinswandel irgendwann mal, wenn unsere Sinne dahingehend alle geschärft sind. Oder wenn uns spätestens dann, wenn uns klar geworden ist, dass du eben gar nichts mehr glauben kannst, weil du heute zum 10. Mal mit einem Deepfake verarscht wurdest. Ja. Oder spätestens dann, wenn sich die Tagesschau-Redaktion auch nicht mehr sicher ist, ob das jetzt echt ist oder nicht. Ja, spätestens dann wird es auch jeder erkannt haben, dass es ein Problem ist. Und dann wird sich ganz automatisch erstens der Medienkonsum irgendwo anpassen, ändern und eben auch das Bewusstsein und die Medienkompetenz. Wahrscheinlich werden wir gar nicht mehr darum herumkommen, diese Medienkompetenz zu schärfen. Ja, oder wir müssen eben damit klarkommen, dass niemand mehr irgendwas glaubt. Aber dann sind wir wieder in diesem
in der Situation, wo ich vorhin schon fragte, was machst du, wenn du 8 Milliarden Menschen sagst, mach dein eigenes Ding, glaub gar nichts und so weiter. Da fehlt ja dann auch der gesellschaftliche Zusammenhalt. Aber der wird sich dann eben nicht über die Nachrichten definieren, sondern eben durch andere Dinge, die sich eher kulturell ausdrücken. Ja. Und interessant, mit den Deepfakes kann im Prinzip auch demnächst jedes Land Weltmeister werden. Ja, da bastelt sich am Fernsehen jedes Land die WM genau so zurecht, wie es für das eigene Volk am besten ist. Und dann jubeln alle. Wäre doch mal was. Wäre doch mal ein geiler Gag. Ich muss gerade an Goodbye Lenin denken, wo doch der Mutter vorgegaukelt wird, dass die DDR nicht zusammengebrochen ist. Und das war damals noch voll der Aufwand. Die haben das doch dann so gestellt mit, also mit so einem selbstgebastelten Studio im Kinderzimmer. Und heutzutage würde man sagen, ja, wir basteln der jetzt noch 5 Jahre, bis er abkratzt, eine KI-Welt vor einfach, wo die ganzen Nachrichten gemacht werden. Wäre heute ein ganz anderer Film, Goodbye Lenin sozusagen. Oder könnte man 2.0 draus machen? Also ich verstehe deine Gedanken. Ja, man merkt echt, dass du das Thema studiert hast, auch dass du da wirklich tief reingehst. Aber bei dem Thema, was Frank auch so in einem Nebensatz gesagt hat, natürlich wird das missbraucht werden. Da habe ich halt die meisten Gedanken dafür. Ja? Alles, was an Spaß rauskommt und Entertainment und uns dann auch für die Arbeitsprozesse in der Gesellschaft voranbringt, dass dann es, wie du auch an dem Beispiel der Dampfmaschine gesagt hast, dass wir eben mehr Zeit für uns haben, dass das dann uns als Gesellschaft voranbringt, wenn wir nicht mehr so viel triviale Arbeiten machen müssen, sehe ich als Vorteil. Aber diese Manipulation von Ereignissen, die nicht stattgefunden haben und dann dadurch wieder, weißt du, musst nur ein paar Bilder bringen von irgendwelchen explodierenden Gasanlagen oder einem Tanker oder lass mal irgendwie so ultra-realistisch einen amerikanischen Flugzeugträger in die Luft fliegen, lass das Thema 2 Tage in der Luft schwirren, bevor das überhaupt, Wag the dog. Ja, bevor das überhaupt wieder eingefangen wird von den Medien und dann verselbstständigt sich so ein Thema und macht wieder eine Eigendynamik und das ist das eigentliche. Ich warte noch auf den Tag, es gibt ja regelmäßig irgendwelche Nachrichten, Medienenden, ne, nennt man das ja, also eine Falschmeldung, die wirklich lange kursiert, die von mehreren Medien kolportiert wird und die dann irgendwann nach einem halben Tag oder einem Tag erst aufgelöst wird als Falschmeldung. Und ich warte noch wirklich auf den Tag, wo mal eine KI-generierte Videonachricht oder ähnliches wirklich einen Schaden anrichtet, dass dann irgendwie die ersten, keine Ahnung, Soldaten aufgezogen werden und mobilisiert, weil die Leute echt für einen halben Tag irgendwie denken, ey, wir werden bombardiert. So, jeder sieht es irgendwie auf seinem Handy und selbst die Regierung wurde getäuscht. So, das wird noch interessant werden, ja. Lass es irgendwie, als damals Krieg der Welten im Radio kam, ja. Da war ja auch helle Aufregung, weil sie irgendwie, weil manche eben erst zu spät eingeschalten haben und den Disclaimer vorne verpasst haben, dass das jetzt ein Hörspiel ist. Ja, die schalten da mitten ein und hören hier Nachrichten, dass hier die Welt untergeht und ja, Aliens gelandet sind. Das hat für Panik gesorgt. Ja. Oder diese Effekte wären auch heute der Fall, wenn das auf Nachrichtensendern kommt. Anderes Beispiel, Frank. Anderes Beispiel auch in der Richtung War Games von 1986 mit Matthew Broderick, wo dieser Computer, dieser Whopper, wieder da diese Planspiele durchspielt und alle denken, die Russen greifen an, aber es ist nur der Computer. Und was wäre, wenn so eine KI irgendwo in so einer Schaltzentrale plötzlich so einen simulierten Angriff startet, aus welchem Grund auch immer, und die in diesem Befehlsbunker drin sitzen und sagen, so, machen wir jetzt einen wie der Russe damals, der Oberstleutnant, der 1983 gesagt hat, das ist ein Fehler, ich starte die Raketen nicht und rette die Menschheit so vor dem atomaren Untergang, vor dem atomaren Atomschlag. Oder die sagen, ey, das ist so super realistisch, lasst uns da mal lieber drauf reagieren, ja. Das ist der Gedanke. Es gibt tatsächlich auch schon, ich weiß gar nicht, im Oktober oder sowas sind, glaube ich, immer die Münchner Medientage, da war ich damals sogar einmal, oder ich bei irgendeiner Medientage irgendwas, Konferenz oder Expo oder so, die in Deutschland stattgefunden hat, saß doch schon der Kai Gnifke, glaube ich, mit 4, 5 anderen Journalisten zusammen, so von der Süddeutschen Zeitung noch jemand und so weiter. Und die haben dann darüber gesprochen, wie krass das gerade in den Redaktionen ein Problem wird, dass sie nicht mehr richtig wissen, was jetzt Falschmeldungen, echtes Video, KI generiert und so weiter ist. Und dass es dafür jetzt zunehmend quasi Fact-Checker-KI Subredaktionen gibt,
weil die kommen gar nicht mehr darauf klar zu wissen, welche Bilder und Videos echt sind. In Gaza spätestens hat man ja vollkommen den Überblick verloren. Und dann heißt es so, ja, guck mal, der hat hier 6 Finger. Und dann denke ich mir so, okay, bei dem Bild hat er jetzt noch 6 Finger. Aber beim übernächsten Bild in einer Woche ist das Problem dann auch schon von der KI gelöst, so ungefähr. Und letzter Satz dazu, selbst international, ich glaube, Joe Biden hat auch schon teilgenommen an irgendeinem International Panel, wo es um die Gefahren von KI für die innere Sicherheit von Nationen und die Bevölkerung und sowas geht und wie man das zukünftig angreift. Also das ist, es ist ein Thema bei uns in der Viererkonversation, in den großen Mainstream-Medien, genauso wie Regierungen sich darüber austauschen, welche Gefahren da in dem Zusammenhang drohen. Super krass. Vielleicht war das auch schon mein Abschied. So. Ja, sorry. Thomas, dein Statement. Aber nichtsdestotrotz siehst du sozusagen die Entwicklung grundsätzlich positiv. Ja, jetzt bin ich mir, nach dem, was ich gerade gesagt habe, bin ich mir auch schon wieder. Deswegen. Thomas, wie ist denn du hast das erste Wort gehabt, dir gebührt jetzt auch so der letzte Gedanke für unsere Runde heute, wenn wir zum Schluss kommen. Also ich bleibe dabei beim Thema KI. Ich denke, wir können es als Instrument nutzen und müssen halt aufpassen, dass wir nicht das Instrument werden, der KI. So. Kaufe ich. Nehme ich gut hin, ja. Ja, mein Abschlusssatz ist, ich habe fast noch nie so ein schlechtes Gewissen gehabt, dass wir unserem Gast nicht gerecht geworden sind, aber du bist ein sehr stiller, zurückhaltender und höflicher Typ. Thomas, war auf jeden Fall sehr schön mit dir, aber ich denke fast so, wir haben da irgendwie viel zu viel gelabert und dich zu wenig zu Wort kommen lassen, aber okay. Ja, das war mein Abschied. War eine schöne Runde, hat mich extrem gefreut, waren geile, interessante Themen und nochmal der Hinweis auch auf Stichpunkt Magazin und danke, dass du am Start warst, Thomas. Ich hätte mir gewünscht, einen Lehrer wie dich zu haben, deine Art, Dinge zu zeichnen, die Art und Weise, wie du die ausdrückst, dein Duktus oder auch die Art und Weise. Sehr angenehm, du solltest auch drüber nachdenken, ob du nicht vor Kamera öfters arbeiten solltest, weil das funktioniert. Ja. Du kannst wirklich dir deine Gedanken gut in Worte packen. Das, da kommt man gut hin. Also nochmal Schulterklopfen, danke für deine Arbeit. Ja. Ja, ich schließe mich dem an. Die Links zum Stichwort Magazin, Stichpunkt Magazin, ach, jetzt habe ich selber am Ende noch verhauen, unter dem Video. Ich sage euch auch allen vielen, vielen Dank. Bei dir ist dunkel und spät, Aaron. Ja, guten Appetit und kalt. Beim Abendbrot. Ich bibber vor mich hin. Oh je, schrecklich. Dir, Thomas, vielen Dank. Ich hoffe, wir sehen uns mal wieder. Bin zuversichtlich, ja. Danke euch. Tschüss. Für heute. Bis dann, liebe Leute. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao.